Dann glaube ich, sagen wir es. Also, ich bin wahnsinnig begeistert, wie viele Leute heute Abend hier hergekommen sind, nachdem uns da eine sehr prominente Absage ereilt hat, leider Gottes. Der Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismail, der hat abgesagt, seinen Besuch hier. Ob das jetzt Wasser auf die Mühlen seiner Kritiker ist oder ob das der guten Sache dienlich ist, das wird man sehen. Die Gespräche der Gesellschafter sollen damit sozusagen nicht konterkariert werden. Deswegen hat er den Besuch heute abgesagt. Dennoch, und das ist ganz wichtig, es sind unglaublich tolle Gäste heute Abend hier. Und da sind wir ganz, ganz stolz drauf, wir beide. Ich glaube, da kann man absolut, ja. Da kann ich für uns sprechen. Ich glaube, eins steht über dieser Veranstaltung. Es hat der Finanzgeschäftsführer des TSV 1860, Marc-Nikolai Pfeiffer, vor ein paar Tagen gesagt, mit Ideologie stehen wir uns im Weg. Und ich glaube, das steht ganz drüber über dieser Veranstaltung. Wir wollen Lösungsansätze heute Abend finden, wie es denn aus der Sackgasse rausgehen könnte für den TSV 1860 München. Wollen das logischerweise mit sehr tollen Gästen machen. Das Wichtige ist heute, es soll jetzt nicht, wie das von vielen verkauft wurde, eine Oppositionsveranstaltung sein. Das sind wir definitiv nicht, auch wenn das manche heute so meinen. Das ist definitiv nicht der Fall. Wir wollen das Ganze fair angehen. Es soll keiner in eine Ecke gestellt werden, es soll keiner mit einem Finger auf jemanden zeigen. Kritik, die gibt es von uns. Ich glaube, wer unseren Podcast kennt, die gibt es von uns regelmäßig, das ist klar, aber es soll sachlich ablaufen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, bevor wir uns beide unterhalten, stellen wir erstmal unsere Gäste heute Abend vor. Also ich bin wirklich wahnsinnig stolz, wie viele heute Abend zugesagt haben. Ganz oben über dieser Veranstaltung stehen natürlich diejenigen, die den Verein zu dem gemacht haben, die 1966 Deutscher Meister geworden sind. Er ist der erste ganz große Star dieses Vereins gewesen, Namensvetter unseres Podcasts. Ich bin wahnsinnig stolz, bin sehr stolz auf die Begegnung heute Abend. Hallo und herzlich willkommen, Peter Radenkovic. Dem ihm nichts nachsteht, sein Sitznachbar hier unten, Freddy Heiß, genauso wichtig für diese Meistermannschaft. Bubi Bründel ist auch gekommen. Herzlich willkommen. Einen weiteren Ex-Löwen begrüßen wir, Peter Zacher. Schönen guten Abend. Das erste Gespräch, das wird mit den beiden Meistern heute stattfinden. Jetzt noch nicht, ihr habt noch ein bisschen Zeit, Peter Radenkovic und Freddy Heiß. Danach bin ich sehr froh, habe mich auch wahnsinnig auf die Begegnung gefreut mit einem, der die hohe Geistlichkeit gespielt hat im Bullen von Tölz, Prälat Hinter, der am Nockerberg als Bruder Barnabas die Politiker, der Black, hat ein Politiker sitzt schon neben ihm, der traut sich was. Sind wir gespannt. Schönen guten Abend, Michael Lerchenberg. Wir schauen mal, wen er heute die Leviten liest, der Michael Lerchenberg. Ich bin sehr, sehr gespannt. Dann haben wir den Chef der Freien Demokraten in Bayern heute Abend zu Gast, der, so hört man immer wieder, ein Verfechter des Standorts Grünwalder Stadion ist. Und darüber werden wir natürlich auch ausgiebig reden und diskutieren. Ich freue mich drauf. Martin Hagen, schönen guten Abend. Ein Spieler, mittlerweile Kollege von mir, den begrüßen wir später noch, der ist noch nicht da, der ist noch auf dem Fußballplatz, es ist unglaublich. Michael Hofmann, der
der steht tatsächlich noch auf dem Fußballplatz, hat eine neue Stelle angetreten in verantwortlicher Position, in verantwortlicher sportlicher Position beim Bayerischen Fußballverband. Aber eine Viertelstunde später hat er gemeint, ist er da. Michael Hofmann, da freuen wir uns auch ganz besonders drauf. Es ist mal anvisiert, dass wir, nachdem wir mit Michael Hofmann gesprochen haben, so eine kleine Pause einlegen werden. Da kann sich dann jeder mit Kaltgetränken eindecken, logischerweise. Das ist da möglich, oder vielleicht irgendwo anders hingehen, hier in diesem Raum oder in diesem Hause. Danach wollen wir reden mit dem Mann, der ganz genau hinschauen muss beim TSV 1860, der dem Aufsichtsrat vorsitzt. Er ist heute hier, auch wenn ihm, glaube ich, ich glaube, da können wir schon sagen, auch geraten wurde, ja, vielleicht ist es ein bisschen gefährlich heute Abend. Er ist da und da sind wir auch sehr froh darüber. Sage ich Stimon Jahres. Schönen guten Abend. Nicht auf der Bühne, aber dafür im Zuschauerbereich. Er ist heute gekommen zu uns, da sind wir sehr, sehr glücklich drüber. Wenn er nicht wäre, er und seine ehemalige Frau Doris, dann wäre ich heute nicht hier. Die Doris, die hat mich als kleines Kind in Dorfen mit Karten versorgt und er hat mich als kleinen Bub ins Training mitgenommen. Das werde ich nie vergessen und dementsprechend, nachdem es bei mir zum Profifußballer nicht gereicht hat, habe ich den anderen Weg eingeschlagen als Journalist und ich habe ihm alles zu verdanken. Guten Abend, Werner Lorand. Natürlich wollen wir die Pressevertreter des heutigen Abends nicht vergessen. Die Kollegen Schneider von der Süddeutschen Zeitung, der Herr Streicher von der Abendzeitung, der geschätzte Kollege Flo Eckel vom Bayerischen Fernsehen und Thomas Walz von Sport 1, die sind heute auch da. Schönen guten Abend. Und da so viele da sind, habe ich bestimmt jemanden vergessen. Entschuldigung deswegen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Jetzt wollen wir einfach mal zur Tagesordnung übergehen des heutigen Abends. Der Olli, mein Partner beim Podcast Rhein des Erben, hatte die Idee logischerweise für diese Veranstaltung. Wir haben sowas schon mal in kleinerem Rahmen gemacht im Grünwalder Stadion. Heute also diese große Veranstaltung im Kino. Wie bist du zu der Idee gekommen? Ja, wie bin ich zu der Idee gekommen? Erstmal vielen Dank, dass ihr alle da seid. Es ist unglaublich, obwohl die Absage natürlich von Hasan Ismail aus meiner Sicht schon schmerzt, weil ihr hättet schon auch mal verdient gehabt, ihn persönlich auch kennenzulernen. Und ich glaube schon, dass es demnächst auch mal ein Wiedersehen geben wird, beziehungsweise ein erstes Treffen. Es ist natürlich für mich auch enttäuschend, dass Hasan Ismail abgesagt hat. Vor 3 Monaten rund hat er mal zugesagt, er war spontan dabei. Und das ist natürlich einen Tag mehr oder weniger vor dem großen, vor der großen Party, vor der großen Bühne eben absagt, ist natürlich bitter, auch für euch, aber auch für mich natürlich. Und ja, da muss ich mich bei euch absolut entschuldigen, weil das war eigentlich auch das Zugpferd neben unseren großen Helden. Ich bin sehr glücklich, dass eben Peter Radenkovic da ist. Für ihn habe ich bei der Abendzeitung 10 Jahre seine Kolumne geschrieben. Natürlich Freddy Heiß, Werner Lorand, Sakis Dimonjaris. Es ist wirklich alles da, wirklich ein breites Feld sozusagen da und ich bin glücklich, dass so viele Prominente gekommen sind. Auch Michael Hofmann kommt dann um 20.15 Uhr und ich sehe dann auch in der ersten Reihe Werner Hochreiter und der Rudi Färber, zwei Löwen, zwei Ikonen in der Münchner Gastronomie. Vielen Dank, dass auch ihr beide gekommen seid. Vielen Dank. Und Bubi Bründel haben wir schon begrüßt. Entschuldigung, Bubi. Und die zweite Entschuldigung natürlich, wir sind heute natürlich hier in einem roten Haus sozusagen. Leider ist es so, ich hätte gern blaue Bezüge gehabt, aber wie wir wissen, sind wir in der Konsolidierung bei 60 München und da muss ich mich bei euch natürlich entschuldigen. Rote Sitze, aber großer Rahmen hier. Das ist wunderbar, das ist wundervoll. Es sind wahnsinnig viele Leute da, die sich Sorgen machen um 60 München, die möchten, dass es vielleicht wieder irgendwann in eine andere Richtung geht. Und wir wollen uns Gedanken machen, wie das funktionieren könnte. Und das wollen wir heute Abend logischerweise erstmal mit denen, die den Verein groß gemacht haben, tun. Ehre, wem Ehre gebührt. Radi Radenkovic und Freddy Heiß, bitte auf die Bühne. We'll be right back.
bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Steh ich so im Tor, kommt mir manchmal vor. Leute nehmen Spiel zu ernst, habe mich nicht. Michael Lerchenberg, auch ein guter Sänger übrigens, vielleicht bekommen wir das nachher noch zu hören. Sehr schön. Also, wir haben die großen Helden des heutigen Abends gleich von Beginn an auf der Bühne. Eines müssen wir natürlich noch sagen, wir hätten noch einen weiteren Meisterlöwen hier oben begrüßen wollen, Bernd Patzke, der sich allerdings mit großen Bandscheibenproblemen zu Hause plagt. Da wünschen wir gute Besserung und vielleicht bekommt das in irgendeiner Form mit. Einen großen Applaus auch an Bernd Patzke. Ich glaube, ich spreche für beide, für Fredi Heiß und für Peter Radenkovic. Wir haben mit Fredi Heiß schon mal einen Podcast gemacht und ich bin vom Glauben abgefallen. Hat er gesagt, ja, also meine Enkelin, die hat mir vorher gezeigt, wie das mit Zoom funktioniert und dann verbinden wir uns einfach. Es war wirklich überragend, sensationell und logischerweise Peter Radenkovic mit 88 auch immer noch unglaublich fit. Wie machen Sie das? Frage an beide. Ich habe mich auch sehr oft gefragt, wie ich dieses Alter miterlebt habe. Aber wahrscheinlich ist das ein Teil davon, dass ich nach der Fußballkarriere kein Amt oder sowas im Fußball gemacht habe. Weil, wenn ich jetzt verfolge, was die heutige und frühere Trainer alles miterlebt haben müssen, das ist ganz klar, dass dieses Alter natürlich ist etwas Besonderes, wenn man weg ist von diesem unwahrscheinlichen Stress durch Fußball. Aber Sie sind immer noch sehr gerne in München, glaube ich, oder? Auch, selbstverständlich. Wie hält sich Fredi Heiß derart fit, körperlich und geistig? Entschuldigung. Also ist eine Zeit lang her, wo ich vor so einer Kulisse meine Memoiren kundtun durfte. Tatsache ist, dass ich natürlich schon immer wieder sportlich betätigt habe mich und zwar mit Bällen immer, wie es halt immer von klein auf war. Fußball, Tennis und jetzt ein bisschen Golf spielen, Altherrensport. Ich muss dazu sagen, gleich vorweg, dass je kleiner die Bälle geworden sind, desto weniger erfolgreich war ich dabei. Also beim Fußball kann man es noch lassen, Tennis war ich auch nicht schlecht, aber beim Golfspielen ist es ein sauschwerer Sport, verdammt nochmal. Okay, die Pandemie hat uns natürlich alle ein bisschen zu schaffen gemacht, konnte nicht mehr so viel ins Fitnessstudio gehen. Aber so beim Bergenauflaufen irgendwo, in meinem Feriendomizil, da laufe ich unter dem einen oder anderen Jungen davor, das muss ich sagen, Gott sei Dank. Also es geht mir einigermaßen gut. Dass Peter Radenkovic immer noch einer der ganz großen Stars des TSV 1860 ist, das beweist, dass das ZDF vor 2 Tagen mit Ihnen einen Dreh gemacht hat für 60 Jahre Bundesliga. Kommen da die alten Erinnerungen nochmal hoch? Jemand hat mich angerufen und nach einem Interview gefragt. Nein, bis heute ist das nicht stattgefunden. Okay, schade. Also meine letzte Information war eben, dass dieser Dreh stattgefunden hat mit dem zweiten deutschen Fernsehen. Wie war das früher in den 60er Jahren? Hören Sie auch noch ab und zu jetzt Ihr Lied oder ist es schon länger her, dass Sie das jetzt wieder gehört haben? Ich habe mir gedacht, was ich gehört habe vom Oliver. Schauen wir kurz auf das Mikrofon. Dann machen wir das anders. Hallo? Ich habe mich gefragt, wozu ist dieses Zusammentreffen?
es sind über 60 Jahre, wo unsere großen Erfolge hinter uns liegen. Und wir haben sehr oft versucht, die Ursache und zu diesem Debakel von unserem Verein zu diskutieren und zu sehen, welche Gründe alle dafür sind, dass unser Verein, ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle 60 Jahre Riesenprobleme haben. Wir haben schon eine Periode gehabt, wo wir in die Bundesliga sehr erfolgreich waren mit unserem Trainer Lorenz. Aber wenn ich jetzt nachdenke, wie viel unsere Präsidenten zurückgetreten sind, wie viel unbekannte Trainer unseren Verein trainiert haben, wie viel Spieler engagiert sind, gekauft und verkauft. Dass sowas in Deutschland passiert, das ist mir unvorstellbar. Wie sehr verfolgen Sie denn den TSV 1860 noch? Sie haben mal gesagt, das interessiert mich nicht mehr. Was kriegen Sie von 60 München noch mit? Wissen. Was bekommen Sie noch mit von 60 München? Ja, mein Gott, unsere größte überhaupt Kapital von 1860 sind Sie, unsere Politik. Und Sie sind unverwüstlich. Und Sie haben so viel gelitten durch die Niederlagen. Ich habe am Anfang sehr oft im Stadion gewesen. Und mir war so traurig, diese ganze, dass unsere Zuschauer, welche in Scharen, welche da waren, sind so traurig nach Hause gegangen. Das war für mich überhaupt sehr, sehr traurig. Aber wenn wir versuchen, die Gründe zu diesem Desaster zu erleuchten, dann brauchen wir monatelang zusammengesessen. Es ist vielleicht eine sehr interessante Geschichte. Vor kurzer Zeit habe ich mir gedacht, wir haben in unserer erfolgreichen Zeit erstmal in unsere Konkurrenten Bayern München hintergelassen in diese Amateurklasse, so wenn wir in die Bundesliga gekommen sind. Da waren wir in diesen 5 Jahren sehr erfolgreich und haben wir eine Sternmeisterschaft erobert. Unsere Konkurrent Bayern München hat über 35 Sterne auf ihre Leibel. Das zeigt sehr viel, welche Führung überhaupt alles das gemacht hat. Von einer Seite FC Bayern mit Uli Hoeneß, mit Franz Beckenbauer, mit vielen Weltmeisterspielern, welche am Anfang irgendwelche Position im Verein gehabt haben. Gegenüber denen stehen wir. Nach unserem Abgang aus der ersten Liga nicht ein einziger Spieler. Und aus diesem Milieu ist nicht eine einzige, sozusagen eine Chance gegeben, dass im Verein etwas mitzuwirken, außerhalb
der Freddy einmal oder zweimal, welche in Vorstand gekommen ist vom Verein. Und typisches Beispiel war das, was ich jetzt erzähle. Unser verstorbener Kamerad Peter Grosser, welcher nach Karriere ein erfolgreicher Trainer bei einem kleinen Verein Unterhaching in die Bundesliga sehr erfolgreich war, dass dieser Mann niemand von aus unseren Führungskräften niemals mal ein Gespräch mit ihm gemacht hat, überhaupt in die Vereine ihm zu engagieren. Das ist unglaublich. Ja, und das sind die heute dieser Zustand, was wir schon gedacht haben, wie viele führende Kräfte in Vereinen sind zurückgetreten. Präsidenten, Vorstandsmitglieder, wie viele unbekannte Trainer in unsere Verein Chance bekommen haben, die diese Verein, unsere Mannschaft zu trainieren. Wie viele Einkäufe, wie viele Spieler eingekauft sind und verkauft sind. Das alles eine nach dem anderen dazu geführt hat, dass wir heute da stehen, wo wir stehen. Freddy Heiß, Sie sind auch gemeinsam mit Bernd Patzke oft im Stadion an der Grünwalder Straße. Ich rede mit Freddy Heiß, stelle Freddy Heiß die nächste Frage. Die Leidensfähigkeit, die muss recht groß bei Ihnen sein. Warum glauben Sie, kommt 60 München nicht vom Fleck? Nun, es ist, man konnte es einfach nicht so schnell beantworten, aber der Peter hat ja schon einiges hier angeführt, wo ich also zustimmen kann, ganz klar. Tatsache ist, dass ich es ja auch miterlebt habe. Er sagt richtig, warum sind nicht Spieler eingebunden worden? Das hat natürlich schon auch einen Grund. Insofern, dass wir ja in unserer Fußballerzeit eher so viel Geld verdient haben, dass es zum Leben gereicht hat. Man konnte auch heiraten und so, aber für spät. Ja, oder man konnte sich eine Wohnung leisten oder Mietwohnung. Bubi Bründl, du wirst das noch wissen. Das, was wir an Geld erhalten haben, das war im Vergleich zu heute natürlich überhaupt nicht einmal annähernder Vergleich. Das heißt, wir mussten auch unseren Beruf nachgehen und richtig gehend arbeiten, um den Lebensalter. Mit 30 ist das Leben nicht vorbei. Und da haben wir wenig Zeit gehabt, auch für den Verein noch ehrenamtlich tätig zu sein. Denn ich weiß genau, dass es aus Erfahrung natürlich, dass das dann ein Job ist, der einem unter die Haut geht, der einen oft nicht schlafen lässt und der einfach zeitraubend ist, sodass man dem Beruf nicht nachgehen konnte. Das ist bei Spielern, die heute aufhören, mit 35 vielleicht oder 30, ganz anders. Die haben so viel Kohle, dass sie dann sich auch engagieren können im Verein. Das war bei vielen Bayern-Spielern so. Und darum war es, wie er richtig sagt, auch Spieler, die hautnah alles miterlebt haben, die auch in einem Vorstand oder in einem Präsidium, was sehr wichtig ist, gibt es auch eine Fußballtaktik. Und da ist bei 60 immer eine Funktionärstaktik hat hier vorgeherrscht und die braucht normalerweise kein Mensch. Fußballtaktik hat uns gefehlt. Was 60 benötigt hätte, das wären Führungspersönlichkeiten gewesen, die einfach, denen klar war, dass 60 die Person braucht, dass der Verein Hilfe erfährt von der Person. Und es gab sehr, sehr viele, leider Gottes, die einfach sich selbst in den Vordergrund gestellt haben und 60 damit benutzt haben, sich selbst hier irgendwo in den Vordergrund zu stellen. Das sind alle viele Dinge. Hat sich daran was geändert? Also es ist natürlich schwierig zu sagen, wir machen hier
Aber Tatsache ist es, dass ich auch in meiner Zeit, die ich erlebt habe, wenn ich jetzt mal mir vorstelle, ich war in einem Aufsichtsrat, wo der Aufsichtsratsvorsitzende aus der Wasserbauabteilung war, der Aufsichtsratsvorsitzende, und dann der aus der Leichtathletikabteilung wurde dann der Präsident noch gewählt. Dann rechts von mir war ein Turner gesessen, links nochmal ein Politiker, ich will ja keine Namen nennen, aber vom Fußball oder von Taktik war hier gar nichts zu spüren. Und das ist natürlich eine Sache, bei einem Fußballclub wird nur über Fußball gesprochen, 60 ist ein Turn- und Sportverein, und sodass hier auch andere Themen anstehen, auf die man Rücksicht nehmen muss. Nur Tatsache ist, wenn ihr einen Verein habt, der 25.000 Mitglieder hat, und davon sind 22.000 Mitglieder aus der Fußballabteilung, da muss ich dementsprechend auch die Vorstände bzw. die Gremien so besetzen, dass weitaus mehr Fußballer vorhanden sind. Und das ist auch. Und damit ist auf jeden Fall. Hallo? Ja, Gesser. Hört Sie mich. Tatsache ist, dass es einfach wichtig ist, dass hier Fußballer mit dabei sind. Das ist ohne Frage der Fall. Und bei 22.000 Mitgliedern ist es auch so, dass man hier erkennen wird, bei einem Vorstand, der einfach aus dem Fußball mehr rauskommt, der den Geruch hat vom Fußball. Es gab schon einige bei uns, die da waren auch erfolgreich. Hier die Ära Wildmoser und Lorand, da brauchen wir gar nicht reden. Das möchte ich ansprechen, das war genial, lieber Werner. Das wird unvergessen sein. Freddy, Sie haben gesagt, 60 München ist ein Turn- und Sportverein. Man hat dieser Tage ab und zu auch mal den Eindruck, man ist ein Turn- und Stadionverein. Ich glaube, Ihre Meinung zum Thema Stadion zu kennen, ist das ein großes Thema, was dem Verein auch lähmt? Also ganz ehrlich, wenn ich heute noch vorbeifahre am Stadion, freut mich das immer. Das war eigentlich wirklich die schönste Zeit. Es gab viele Höhepunkte noch in meinem Leben, aber das in der Zeit, wo wir da zusammen waren, diese Kameradschaft, diese Erfolge, die wir zusammen gefeiert haben, das ist unvergessen. Und da gehört das Stadion mit dazu. Wenn man da vorbeifährt, erinnere mich sie gern, ich gehe gern raus, da kommen Erinnerungen, Peter, die unvergessen sind. Und das war halt doch die schönste Zeit in unserem Leben. Aber man muss mit der Zeit gehen. Und ich, wenn es damals um die Frage ging, Allianz Arena oder 60er Stadion, da bin ich immer noch der Meinung, wir hätten das vielleicht doch nie verlassen dürfen, wenn man davon ausgeht. Wenn man davon ausgeht, dass wir beim großen Fußball noch dabei sein wollen. Natürlich war mir klar, in der Situation 60 abgestiegen, an dann ja Allianz Arena zu spielen, vielleicht vor 20 oder 25.000 Zuschauern, diese Horrorvorstellung war mir auch klar. Nur wenn ich das ausschalte, dass wir hier wieder in 60er Stadion zurückgehen, ist das Band abgeschnitten zumindest. Also Tatsache ist, dass es heute sehr schwer ist, dass man hier wieder ganz vorne mitmischt, und das wird im 60er Stadion sehr, sehr schwierig werden. Und auch ist mir ganz klar, dass die Stadionfrage, auch das Finanzielle, das ist vielleicht gar nicht so arg, aber um eine Mannschaft zu finden und eine Mannschaft zu kreieren, das kostet weit mehr wie ein Stadion heute. Und da kommst du einfach nicht mehr ran. Wir haben das versäumt mit dem Investor von damals, einfach daraus was zu machen. Es wurde viel versprochen. Es war mit großem Applaus empfangener Investor, der 60 erstens schon mal schon vor Schlimmerem bewahrt hat, würde ich jetzt mal so sagen. Auf der anderen Seite war alles Friede, Freude, Eierkuchen, und das hat auch hier die ganze, es war wieder flüssig, 1860. Und was viele Versprechungen wurden gemacht, auch Zeitabläufe, in 2 oder in 3 Jahren sind wir wieder ganz oben. Und was hat er dafür bekommen? Ganz ehrlich gesagt, wir sind abgestiegen, und das ist ein großer Vorteil. Das ist eine große Geschichte, die auch, wenn Sie einen Geschäftsführer einstellen, für viel Geld, und dem liegt der Pleite hin, da ist niemand glücklich. Und das, glaube ich, geht dem Investor auch so, wie die Situation heute sind. Man muss auch so viel sein, dass man sagt, wir haben auch
als unser Fußballclub nicht das nötige Glück oder die Geschicklichkeit oder die Möglichkeiten genutzt, die finanziell da waren, um die Mannschaft wieder richtig nach vorne zu bringen. Das ist einfach auch ein Versagen. Und das ist natürlich, und jeder, der Geld erhält, will eine Gegenleistung haben. Die ist halt nicht erfolgt. Wir sind abgestiegen. Man muss das einfach mal auch so hinnehmen, wie es ist. Und auch das manchmal verstehen, dass nicht jeder glücklich darüber ist, der so viel Geld ausgibt und so weiter. Die Situation im Moment ist natürlich auch nicht sehr erfreulich. Der Ausblick für nächstes Jahr, was ich so mitkriege, ist ja auch nicht sehr erfreulich, aber vielleicht gibt es halt darüber auch nochmal Gespräche heute. Tatsache ist, es gibt ein Schlagwort, das ich immer sage, um den Verein nach vorne zu bringen, ist nur eines wichtig. Das ist erstens die erste Mannschaft beim TSV 1860. Zweitens die erste Mannschaft und drittens wieder die erste Mannschaft. Weil das ist unser Produkt und das Produkt muss stark sein, dann kommt alles andere selber. Und da wurde vieles falsch gemacht und das müssen halt die richtigen Leute in die Hand nehmen. Hoffentlich haben wir mal was und vielleicht erfahren wir aus dem Publikum von heute den einen oder anregenden Gedanken, den ich gerne hören würde. Und vielleicht kommt ja mal was raus, wo man sagt, naja, da wäre die eine oder andere Idee, wie man unseren Verein wieder nach vorne bringen kann. Das wäre mein Herzenswunsch. Ich bin seit jetzt 64 Jahren in dem Verein und ich hänge immer noch daran, gar keine Frage. Und jeder will, dass wir in irgendeiner Form nach vorne kommen. Aber ganz ehrlich, im Moment finde ich schlecht eine Lösung. Aber vielleicht kommt halt ein bisschen Anregung. Friedi Heiß, Peter Radenkovic. Ich muss schon ein bisschen auf die Uhr schauen. Vielen Dank. Wir könnten uns nur viel, viel länger heute Abend unterhalten. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, für Ihre Zeit. Danke an die beiden Meister, Friedi Heiß und Peter Radenkovic. Damit wollen wir einen nächsten glühenden Löwen-Fan auf die Bühne holen. Er ist ein begnadeter Schauspieler, er hat den Prälat Hinter im Bullen von Tölz gemimt, er war der Bruder Barnabas auf dem Nockerberg, er hat einen Edmund Stoiber wunderbar parodiert und er ist ein absolut glühender Löwen-Fan, der mal von einer Bier dem Verleih in Giesing gesprochen hat in Bezug auf seinen Verein. Und wie er das gemeint hat, das wollen wir jetzt rausfinden. Begrüßen Sie den großartigen Michael Lerchenberg. Ja, guten Abend. Ich habe was dabei. Jetzt bin ich gespannt. Die Herren da unten werden das kennen. Ich habe da mal reingepasst. Früher hat es kein Merchandising gegeben. Wenn man sowas wollte, dann ist man zum Sportcheck gegangen, den es damals auch noch veritabel gab, oder zum Sportschuster, hat sich dieses Trikot gekauft, hat sich so ein Wappen gekauft. Das hat einem dann die Mutter draufgenäht. Und dann war man ganz stolz, wenn man das Meistertrikot hatte. Und ich bin ja, ich habe mit dem Oliver Christ telefoniert und habe gesagt, naja, das ist eigentlich ganz gut, dass ich hinter euch dran komme, denn so quasi in der Abteilung Tradition, denn ich habe euch ja spielen sehen und mich mitgefreut und habe mitgelitten. Und mein erstes Spiel, das ich gesehen habe, das war kurz nach meinem 11. Geburtstag, das war am 5. August 1964 ein Lokalderby. Bayern war in der Regionalliga noch, 60 war frischer Pokalsieger. Die Bayern ist mal locker 4-2 abgeschossen worden. Auf links außen bei Bayern war ein unbekannter Jugendspieler namens Beckenbauer. Und damals waren in diesem Spiel, ein Freundschaftsspiel im August in der Ferienzeit im Grünwalder Stadion, 30.000 Besucher. Und das ist eigentlich genau der Punkt und der Kern.
Ich habe auch noch die Zeit erlebt, Lokalderbys im Grünwalder Stadion, ihr wart ja unten auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob ihr das je erlebt habt, was wir da auf dem Stehplatz erlebt haben. 40.000 Besucher im Grünwalder Stadion, das war so eng. Wer von euch, wer ist denn da drin, der das noch erlebt hat? Ah ja, eben. Ihr wisst das alle. Man stand Mann an Mann, Brust an Brust. Weiß gar nicht, dass das gegangen ist. Es war ein gemeinsames Atmen. Das heißt, die 60er-Fans haben natürlich entsprechend gemeinsam geatmet und die Bayern-Fans manchmal gemeinsam gelitten. Und ich habe Gott sei Dank mehr Spiele erlebt, wo die Bayern-Fans gelitten haben. Und ja, das war, das ist natürlich das, was der Friede Heiß sagt, wenn man da vorbeifährt und wenn man da diese Spiele erlebt hat, dann ist es schon eine wirkliche Vergangenheit. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Museum. Das ist heute so. Das ist auch mit, ich weiß nicht, mit wie viel 100 Millionen, die die Stadt München da ausgeben will, das ist nie und nimmer zweit- und erstligatauglich herzustellen, dieses Stadion, so schade es ist. Und ja, das ist, wie gesagt, so Umbaupläne auf 18.600 Besucher. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn eine Stadt München da 100 Millionen dafür ausgeht, dann kommt sowieso die Regierung von Oberbayern als Aufsichtsbehörde und sagt, ihr spinnt's ja. Nicht? Das noch dazu dann mit einem Verein einen Knebelvertrag machen, wo man sagt, so, ihr spielt jetzt auf immer in dem Stadion, egal in welcher Liga ihr vielleicht spielt. Also, aber Bundesliga nicht? Natürlich nicht. Das sind alles so Vorgaben, die früher hat es immer so Cartoons gegeben von Gefängnishäftlingen, die, es gab einmal von Andrea Denkovic so ein Bild im Käfig, im Knast-Trikot mit so einer Kette, mit so einer dicken Kugel am Fuß. Und so, genau so ist diese Stadionsituation. Das ist für den Verein die Kugel am Fuß. Und so schön das ist, wenn man die alte Anzeigetafel sieht und so schön man sich erinnern kann, ich muss jetzt von einem Fußballspiel reden, weil es ist so schön, dass ihr da seid. Es war ein besonderes Spiel. 1860 spielt gegen den frisch gebackenen Meister 1. FC Nürnberg. Trainer von Nürnberg war Max Merkel. 8. Minute, Klaus Fischer schießt das Tor für 60. 60 ist richtig gut, richtig stark. Die Nürnberger holzen, das ist nur so kracht. Rebele wird vom Platz getreten. Dann wird der Franz Schäffner vom Platz getreten. Der Zeiser wird eingewechselt. Aber 60 ist richtig stark. Und dann kommt die Stunde von Peter Radenkovic. Er nimmt den Ball, spielt sich raus nach links auf die Außenlinie. Er war im Osttor gestanden. Und spielt sich hin vor die Trainerbank von Merkel und kickt dem Merkel aber einen solchen Spannschuss zwischen die Füße, dass er nur so geschäbert hat. Später hat der Fuchsi Zeiser noch das 2-0 geschossen und wir waren glücklich. So war das. Also, mir war ja vorher schon klar, wenn der ehemalige Bruder Barnabas da auf der Bühne sitzt, da wäre ich nicht so oft zu Wort kommen. Das war mir fast schon klar. Michael Lerchenberg. Jetzt kommen wir mal in eine, wir haben uns vorher unterhalten und ich habe mich sehr über die Begegnung gefreut. Jetzt kommen wir mal in die Gegenwart. Wie ist es für Sie, und ich finde, das kann man auf der Bühne dann auch mal deutlich sagen, wenn man sich den Weg hier zum Kino am Sendlinger Tor bahnt und dann beleidigt wird, dass man auf diese Veranstaltung geht? Ich finde es Wahnsinn, ich finde es unglaublich. Ja, das ist erschütternd, muss ich ehrlich sagen. Ich habe natürlich schon mit sowas gerechnet, als damals Daniel Birovka zurückgetreten ist und ich im Fernsehen da diese Aussage gemacht habe, dass es im Wesentlichen einem bestimmten Kreis um die Kneipen in Giesing geht und sonst um nichts. Und ich kann mich noch erinnern, ihr werdet es auch wissen, wie der Grünspitz nur eine Gebrauchtwagenhandlung war, wo man manchmal parken konnte, wenn man es wusste. Ja, also, und
dann ist im Zuge dieser Birovka-Affäre, nenne ich es jetzt mal, ist der Kabarettistenkollege Michi Altinger, auch ein großer Löwenfan, gefragt worden zu dem Thema. Und dann hat er gesagt, ich möchte dazu nichts sagen, weil ich das nächste Mal noch unbehelligt, also körperlich unbehelligt, ins Stadion gehen will. Und da muss ich ehrlich sagen, um was geht es eigentlich? Geht es eigentlich um ein Stadion oder geht es um Fußball? Und ich muss es ehrlich sagen, wenn ich mich an Löwenspiele erinnere, dann erinnere ich mich auch nicht nur ans Grünwalder Stadion, sondern ich erinnere mich auch noch an das Radenkovic-Abschiedsspiel im Olympiastadion, wo es die aktuelle Bundesligamannschaft ausgeschossen hat, dass eine wahre Pracht war. Ich erinnere mich noch an das 4:3 gegen Düsseldorf, wo wir 3:0 hinten waren zur Halbzeit und ich schon gedacht habe, okay, jetzt haben wir in der Pause, aber ich mache das eigentlich nie. Und dann gewinnen wir 4:3 und die Karriere von Rudi Völler beginnt und wird entdeckt. Aber ich erinnere mich eigentlich nicht an das Stadion, sondern ich erinnere mich an das Fußballspiel und genauso erinnere mich an 60.000 Löwenfans in dem Pokal, ich weiß gar nicht, was ein Viertelfinale oder Achtelfinale gegen Dortmund in der Arena draußen oder die ersten Spiele in der Arena, wo wir alle glücklich waren, dass wir ein richtig tolles Fußballstadion haben. Ich habe heute gelesen in einem Blog, der sehr darauf abzielt, in Giesing zu bleiben. Da habe ich heute wieder gelesen, also da wird wieder die Geschichte erzählt, wenn die Arena draußen voll war, dann waren sie ja sowieso nur Touristen oder Auswärtsfans, aber 60 München-Fans nicht. Das ist einfach Quatsch, weil wie gesagt, ich habe ja diese Zeiten erlebt, ich habe ja von dem Freundschaftsspiel von 30.000 geredet, das waren ja keine Touristen, die 1964 mit 30.000 Leuten in einem Lokalderby waren in der Ferienzeit. Nein, das Fanpotenzial von 1860, man sieht es ja an den Fanclubs, man sieht es ja an den Einschaltquoten oder man sieht es beim Blog oder beim Fernsehen, wenn die Übertragungen sind, ja warum überträgt Magenta den oder der Bayerische Rundfunk, warum übertragen die den 1860 gern, vor allem wenn sie noch gut spielen? Ja, weil dieser Verein einfach einen Nimbus hat und der hat eine Faszination. Und also da ist eine wirkliche Strahlkraft da, bis auf nach Flensburg. Und die kann man natürlich nutzen, aber nicht nur Obergiesing. Wir wollen natürlich auch über die aktuelle Situation reden. Jetzt, wo es um nichts mehr geht in der dritten Liga in dieser Saison, wären Sie jetzt der Bruder Barnabas, wen würden Sie da blecken bei 60 München? Ich beantworte die Frage anders. Sagen wir mal, mit einer Vision, die aber nie stattfinden wird. Ich würde mir schon aus Gründen der Gleichberechtigung und der allgemeinen Toleranz wünschen, dass es auch einmal eine Fahne gibt mit so einem Glatzkopf namens Reisinger, die da durchgestrichen ist. Das wird natürlich zu einer Saalschlacht kommen. Da werden 300 Mann Polizei nicht reichen, wenn das passiert. Aber ich finde einfach so einen Vorgang, dass man einen Menschen von dessen Geld man abhängig ist. Dieser Mensch, der den Verein vor der Insolvenz bewahrt hat, ich weiß das von dem leider sehr früh verstorbenen Präsidenten Schneider, der sie wirklich aufgearbeitet hat für diesen Verein, der sagt, ich wäre beinahe dran gewesen oder eigentlich war das, was wir gemacht haben, Insolvenzverschleppung. So war die Situation. Es war nicht 5:12, es war 5:12. Und in dieser Situation kommt Herr Ismaik, ich weiß gar nicht, von welchem Himmel weiß-blau und der da gefallen ist, und rettet diesen Verein. Und er rettet ihn bis heute, weil immer noch Geld umgewandelt wird und so. Und es fällt diesem Verein nichts anderes ein, als diesen Mann, der diesen Verein gerettet hat und am Leben gehalten hat, zu beleidigen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich
könnt es nachhören, ich habe es natürlich auch schon oft gesagt. Logischerweise hat Ismaik auch viele Fehler gemacht im Verlauf dieser Zeit, da brauchen wir nicht reden, aber ja, ich bin völlig also Meinung. Die Fehler, der Fredi Heiß hat das ja und auch der Peter Radenkovic, ihr habt das ja perfekt formuliert. Und ich habe eigentlich eine Frage, die ich selber nicht beantworten kann. Euer Präsident, der damals eure Mannschaft groß gemacht hat, der Adalbert Wetzel, der auch den Max Merkel geholt hat als Trainer, weil zu einem guten, erfolgreichen, kundigen Präsidenten gehört dann auch die glückliche Hand, so einen Trainer zu haben, so wie es beim Werner Lorand war und beim Wildmoser. Und hat der Adalbert Wetzel was vom Fußball verstanden oder war der nur voller Leidenschaft? Überhaupt nicht. Eher vom Boxen, das war ein Boxer, genau. Und aber es ist wirklich, gut, dann war es vielleicht ein Wunder, dass er wirklich so die richtigen Entscheidungen getroffen hat und dann wirklich einen starken Trainer geholt hat, der eine Vision gehabt hat, so wie der die Mannschaft zusammengestellt hat. Wie er den Radi aus Worms geholt hat, wie er den Luttrop geholt hat, wie er den Küppers geholt hat und. Nicht? Wir wissen es ja alle. Nicht? Und so war es beim Werner Lorand ja genauso. Der hat ja einen Plan gehabt, was er macht. Und zusammen mit dem Wildmoser. Und wenn es dreimal hintereinander verloren haben, dann hat es trotzdem nur den Plan gegeben. Und ja, und jetzt haben wir immer Fünferler durcheinander. Michael Lerchenberg, ich könnte mich in einer Stunde mit Ihnen auch noch unterhalten und Ihnen noch eine Stunde lang zuhören, weil das wirklich faszinierend ist und Spaß macht. Wir müssen nur tatsächlich schauen, dass wir von unserem Zeitplan nicht ganz abweichen. Fredi Heiß hat es vorher gesagt, er hat schlecht eine Lösung parat. Es ist momentan eine Sackgasse, in der sich 60 München befindet. Ich möchte es dennoch nach Möglichkeit den Gesprächspartnern dann mitgeben und fragen, wie kommt 60 München, wie kann man diesen schlafenden Riesen wieder wecken? Indem man sich endlich zusammen an den Tisch sitzt und sich gegenseitig den Respekt zollt, der einem zusteht und dann einen Plan macht und sich dann auch Leute holt, die, für die Heiß hat es gesagt, was vom Fußball verstehen. Und dann könnte es gelingen. Michael Lerchenberg, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Bitte, bitte. Wir haben ein bisschen überzogen jetzt, aber es war wirklich faszinierend, dem Michael Lerchenberg zuzuhören. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das wird aber unserem nächsten Gesprächspartner nicht von der Zeit abgehen. Das knappern wir wahrscheinlich irgendwo bei der Pause dann noch weg. Unser nächster Gesprächspartner ist der FDP-Chef in Bayern, Martin Hagen. Martin, Sie sind... Sag mal du. Dann machen wir das. Dann machen wir das du. Servus, machen wir das. Martin. Tobi. Servus, Tobi. Sie sind Glünder-Löwen-Fan. Sie haben. Du. Entschuldigung. Ich bin völlig auf Sie eingestellt. Ich versuch's hinzubekommen. Martin, du bist Glünder-Löwen-Fan. Wenn 1860 eine Partei wäre, was wäre das für eine Partei? Also ich bin ja. Ich bin ja eh jemand, der sich es offenbar im Leben nicht leicht macht, weil sonst wäre ich nicht in Bayern zur FDP gegangen und zu 60. Das sind ja jetzt beides Vereine, wo man nicht vom Erfolg verwöhnt ist. Ich glaube, es ist gut. Ich bin wirklich ein Freund davon, dass man Politik und Fußball trennt. Ich habe bei 60 Freunde, die alle politischen Richtungen vertreten. Und deswegen glaube ich, ist 60 und soll 60 nicht eine Partei sein, sondern es ist ein Fußballverein. Und es soll auch um Fußball gehen. Es soll nicht um Politik gehen, sondern es soll wirklich um Fußball gehen. Fußball ist was alle verbindet. Das ist schon mal ein gutes Stichwort. Es gab vor einiger Zeit den Löwenstammtisch im Landtag. Den hat es jetzt schon länger, glaube ich, nicht mehr gegeben. Warum? Der letzte Löwenstammtisch war, ich weiß gar nicht mehr wann, da haben wir den Michael Kölner zu Gast gehabt. Wir wollten jetzt mit dem Jakobacci einen machen, da haben wir aber keinen Termin gefunden, wo er auch gekommen wäre. Ich habe auch das Gefühl, der Verein mag diese Löwenstammtische im Landtag nicht so gern, weil die immer Schlagzeilen produzieren.
Wir haben jedes Mal Schlagzeilen gehabt, egal wer gekommen ist. Er hat immer einen rausgehauen und die Boulevardpresse war dann eine ganze Woche voll. Ich finde es super, wenn was los ist rund um 60, aber ich verstehe, dass die Verantwortlichen da lieber ein bisschen Ruhe haben. Du hast gesagt, es geht um den Fußball. Aber, das haben wir vorhin schon festgestellt, irgendwie hat man den Eindruck, es geht sehr viel um Stadion. Du bist zumindest, habe ich das so gelesen, ein klarer Verfechter des Standorts Grünwalder Straße. Jetzt haben wir von Michael Lechenberg gehört, es sollen momentan 70 Millionen ausgegeben werden, um das Stadion auf 18.500 oder ein paar zerquetschte noch auszubauen. Was soll das bringen? Und ist das gerechtfertigt? Ich nehme jetzt mal an, wenn jemand bei der FDP ist, dann kann er rechnen und wenn noch ein Euro dahinter steht, dann erst recht. Wie soll sich das rechnen, wenn der Finanzgeschäftsführer Marc-Nicolas Pfeiffer Sonntag bekannt gegeben hat, so 21, 22 haben wir 500.000 Miese gemacht. Er hat letztes Jahr, ziemlich genau von dem Jahr, glaube ich, vorgerechnet, dass er mit diesem Stadion im Schnitt von allen Drittligisten 1,5 Millionen weniger verdient. Also nicht wie der Drittligist, der am meisten mit dem Stadion verdient, sondern der komplette Schnitt der dritten Liga 1,5 Millionen weniger Erlöse durch das Grünwalder Stadion. Wie soll das was werden in Giesing? Also erstmal, ich bin immer zu 60 gegangen, egal in welchem Stadion. Okay. Ich war im Olympiastadion. Ich war gerne im Olympiastadion, habe da tolle Spiele gesehen. Ich war in der Allianz Arena, hatte eine Dauerkarte, habe da Spiele gesehen. Nicht so viele tolle, aber ein paar. Und ich war natürlich gern im Grünwalder Stadion. Ich bin ein großer Fan der Innenstadtlage. Ich finde, es ist ein ganz anderes Flair, wenn man in der Silberhornstraße aus der U-Bahn kommt und dann geht man durchs Viertel und dann geht man an den Kneipen vorbei und überall ist was los und vor dem Spiel, nach dem Spiel geht man was trinken, als wenn man irgendwo vor der Stadt auf der grünen Wiese erstmal 5 Kilometer über den Parkplatz läuft. Mag ich, gefällt mir. Definitiv, es ist, brauchen wir nicht reden. Die Frage ist, ist das Grünwalder Stadion das Stadion, mit dem 60 Geld verdienen kann? Ist es momentan nicht. Aber was war in der Allianz Arena? In der Allianz Arena haben wir in jeder einzelnen Spielzeit Geld verloren. Jetzt momentan verdienen wir Geld. Zu wenig. Wir verdienen mit diesem Stadion zu wenig Geld. Aber der Spielbetrieb in diesem Stadion wirft zumindest ein paar Euro ab. Das wird nicht das Stadion sein, wo 60 zu alter Größe zurückkommt. Das ist klar. Aber ich sehe momentan nicht die Alternative. Also Michael Lerchberg hat gesagt, es sei die eiserne Kugel um unser Bein, das Grünwalder Stadion. 2017 war es unser Rettungsanker. Was hätte man denn gemacht ohne das Grünwalder Stadion? In der Allianz Arena gespielt? Mal, in der vierten da muss ich sagen, man hat in der Vergangenheit gesehen, dass es ja auch anders geht. Und das hat 60 München ja auch schon vorgemacht, als man aus der Bundesliga abgestiegen ist und sich gesagt hat, okay, wir nehmen die kleineren Spiele nach Giesing, die größeren Spiele im Olympiastadion. Seinerzeit war die Allianz Arena noch nicht fertig. Aber man hätte das ja auch stückeln können. Und ich bin mir sicher, dass der damalige Stadionpartner einverstanden gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, okay, man hat das Spiel gegen die Bayern-Reserve. Man hat vielleicht noch ein erstes Spiel gegen Burghausen, meine ich was damals. Man hat Aufstiegsspiele gegen Saarbrücken. Und ich bin mir sicher, dass da mehr als, wie viel waren es damals, 12.500, die rein durften ins Grünwalder Stadion. Ich bin mir sicher, dass in die Allianz Arena mehr gekommen wären als diese 12.500. Wäre das nicht die Möglichkeit gewesen, also, dass man sich das nicht komplett verbaut? Ja klar kann man solche Kombilösungen machen. Also ich glaube realistisch, ich war in, glaube ich, so ziemlich jedem Heimspiel in der Regionalligasaison dabei. Es hätte wahrscheinlich ein Spiel gegeben, wo man in der Allianz Arena zumindest mal 50.000 plus gehabt hätten. Das war die Relegation gegen Saarbrücken. Ansonsten, ganz ehrlich, Regionalliga in diesem Stadion. In der zweiten Liga haben wir in der letzten Saison 20.000 Zuschauer. Brauchen wir ja nicht reden, gehabt, dass man gegen Pippinsried ins Grünwalder Stadion gehen kann. Da braucht man nicht drüber reden. Allianz, ist ja klar. Ja. Aber nochmal, also ich bin kein Stadiondogmatiker. Wenn jemand kommt und sagt, er hat einen super Standort und er baut uns da ein Stadion für 30.000 aber Leute, man hat Halleluja. Doch, man hat doch, aber ich sehe es momentan. Aber man hat doch die Tür komplett zugeschlagen. Für die Zukunft. Die ist doch komplett zugeschlagen worden damals. Wofür? Für die Löwenzukunft. Welche Tür meinst du? Die Tür für, ich nenne es jetzt mal provokant, Profifußball. Sehe ich nicht. Also wenn jemand momentan kommt und sagt, ich baue euch ein Stadion für 30.000 Leute an einem guten Standort und ich mache euch einen Mietvertrag, wo das Ding wirtschaftlich genutzt werden kann. Ich meine, wir sind dritte Liga jetzt, ne? Aber irgendwann, wenn wir hoffentlich bald wieder in der zweiten Liga spielen und so Gott will, irgendwann auch wieder erste Bundesliga. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe einen Standort, ich baue euch ein Stadion und da könnt ihr das wirtschaftlich betreiben. Super, gern. Aber momentan ist es ja nicht da.
Aber angeblich gibt es ja diesen Standort, hat zumindest Dieter Reiter gesagt. Oder was schlagen Sie der Stadt vor? Welches Bild gibt für Sie die Stadt in der Stadionfrage ab? Für dich? Die Stadt hat halt auch ihre wirtschaftlichen Interessen. Die Stadt, der gehört das Grünwalder Stadion. 60 zahlt da eine für Drittliga-Verhältnisse sehr hohe Miete. Klar, das muss sich für die Stadt auch irgendwie lohnen. Wir zahlen natürlich auch im Vergleich zu der zweiten Mannschaft vom FC Bayern oder zu Türkgücü, als sie da gespielt haben, eine sehr hohe Miete. Die haben ihre wirtschaftlichen Interessen, das ist halt so. Aber nochmal, was wäre denn momentan, sagen wir 60 steigt morgen in die zweite Liga auf, was wäre denn momentan die Alternative? Dass man sich die Hintertür Arena offen gehalten hätte. Ganz einfach. Also wo willst du jetzt zweite Liga spielen? Das kannst du im Grünwalder Stadion nicht. Die DFL, die hat ganz strikte Richtlinien, die sagen sich, okay, wir wollen einen Plan haben. Wo wollt ihr in einem bundesligataglichen Stadion spielen? Sagt uns das. Wir geben euch ein Jahr Gnadenfrist, aber da müsst ihr ein Stadion haben. Ja, und dann spielt 60 wahrscheinlich in Nürnberg oder in Ingolstadt oder sonst wo. Ja, also 60 hat in der Allianz Arena in der zweiten Liga nochmal jedes Jahr Geld verbrannt. Das ist auch nicht die Perspektive, wo man sagt, da marschieren wir durch. Aber da dürfen sie spielen. Ja, da dürfen sie spielen. Wir dürfen, wenn wir jetzt in die zweite Liga aufsteigen, dürfen wir auch erstmal eine Saison spielen, wo wir sind. Und wenn man dann sagt, die Stadt hat einen verbindlichen Plan, dass man das Stadion zweitligatauglich ausbaut, dürfen wir da auch weiter drin spielen. Das ist nicht optimal. Ich möchte nicht vor 18.000 Zuschauern spielen. Ich würde lieber vor 30.000 spielen. Aber man muss halt realistisch denken. Aber das geht halt dort nicht. Früher ging es. Ja, früher ging es. Die Diskussion, glaube ich, gibt es jetzt seit 30 Jahren. Ja, irgendwie wird es schon gehen, dass wir es machen. Aber das geht halt leider nicht an dem Standort. Aber jetzt reden wir schon wieder über Stadion. Ja, also wir reden über Stadion. Wir sehen, dass das wohl die dringendste Frage ist bei 60 München. Oder ist es die nicht? Ich glaube nicht, nein. Also 60 hat größere Probleme als das Stadion. Also wir haben jetzt am Wochenende Proteste gesehen in der Kurve, wo sie sich beschweren, dass die Dauerkartenpreise erhöht worden sind. Aber wo soll er hin, der Marc Nikolai-Pfeiffer? Er muss ja irgendwie Geld generieren. Ja, 60 spielt in einer teuren Stadt. Wie gesagt, wir haben sicherlich eine der höchsten Mieten vom Stadion in der dritten Liga. Der kann natürlich diese Preise aufrufen, das muss man auch mal sagen, weil wir die begrenzte Kapazität haben. Im Stadion wie der Allianz Arena, wo man immer weiß, okay, wir haben, wenn es gut läuft, 20.000 Zuschauer, das heißt, wir haben da irgendwo 50.000 leere Plätze, also da kauft sich keiner eine Dauerkarte. Also das Argument der Verknappung kann quasi. Wenn ich weiß, ich kann zu jedem Spiel an die Tageskarte gehen, ist heute schönes Wetter, gehe ich ins Stadion, regnet es, bleibe ich daheim, dann kauft sich keiner eine Dauerkarte. Und jetzt haben wir das Stadion verkauft. Aber wenn es regnet, brauche ich in der Allianz Arena nicht daheim bleiben, das ist mir ein Dach drauf. Ist es in der Stehhalle und auf der Haupttribüne ja auch. Und die Westkurve ist auch voll, wenn es regnet. Also du hast gesagt, es ist nicht die drängendste Frage. Was ist denn die drängendste Frage jetzt bei 60 München? Also die drängendste Frage ist, wie man sportlich vorankommt. Und man kann im Grünwalder Stadion genauso aufsteigen wie in jedem anderen Stadion auch. Da sitzt ein Trainer. Ich bin kein Trainer. Aber sagen wir mal so, wir waren noch in der vergangenen Saison am 10. Spieltag Tabellenführer. Und alle haben gesagt, super. Mit einem Etat, korrigiert mich gerne, von 6,5 Millionen. Aktuell für die kommende Spielzeit 4,3, ja, wenn ich mich nicht täusche. Das wird ein bisschen schwierig. Das wird sauschwierig. Vor allem jetzt Lex ist weg, Boyamba ist weg, Deichmann ist weg. Also die ganzen Leistungsträger sind weg. Also ich sehe mit dem Kader auch noch keinen Aufstieg nächstes Jahr. Aber der Punkt ist ja der, das Budget ist doch das, was es ist. Das Budget wäre ja nicht größer, jetzt fangen wir schon wieder mit dem Stadion an, das Budget in Allianz Arena wäre ja nicht größer. Also wir brauchen ein vernünftiges Budget, wir brauchen... Aber das Budget ist automatisch größer, wenn man in einem Stadion gegen Hertha BSC spielt und 45.000 Karten verkaufen kann oder wenn man in einem Stadion gegen den Halleschen FC spielt und 15.000 Karten verkaufen kann. Ich glaube, da kann man das Budget dann auch ein bisschen nach oben schrauben. Gegen Hertha BSC? Ja. Ja, da müssen wir erstmal aufsteigen. Ja, aber das ist klar, aber das ist ja ein ewiger Teufelskreis. Also du musst ja das Ziel haben, irgendwo Einnahmen zu generieren. Aber nochmal, wir haben in der Allianz Arena nie Einnahmen generiert. Also die Allianz Arena bringt uns wirtschaftlich nicht voran. Da kann man sagen, da kriegen mehr Leute eine Karte. Das ist schön für die Leute, die momentan sagen, ich kann so selten Heimspiele sehen. Aber wirtschaftlich bringt uns die Allianz Arena nicht voran.
Martin Hagen, ich glaube, in Sachen Stadion werden wir uns heute Abend wahrscheinlich da kommen wir nicht zusammen. Aber nochmal, ich bin gern in jedes Stadion gegangen und für mich steht 60 im Vordergrund. Ich halte auch nichts davon, diese Lagerbildung, ich habe es in der TZ gestern gesagt, ich bin kein Freund dieser Lagerbildung. Da draußen stehen Leute, sind 60er-Fans, hier drin sitzen Leute, sind 60er-Fans. Die haben alle mehr, was sie verbindet, als was sie teilt, weil alle wollen, dass 60 erfolgreich ist. Alle lieben 1860. Alle sind Fans von diesen, ja. Sie nicht? Ja, aber... Ich schon. Aber es muss ja irgendwas gemacht werden, weil solange da draußen das SCH-Lied gesungen wird und sich wichtige Menschen nicht mehr trauen, hierher zu gehen, wird schwierig. Ja, also sind ja heute trotzdem alle gekommen. Also nochmal, wenn jemand sagt, er hat Angst, hierher zu gehen, sag ihm, du hast gesagt, du bist mit Personenschutz da. Völliges No-Go, ist doch klar. Also jeder, der bei 60 irgendeine Funktion hat oder auch keine Funktion hat, muss jederzeit ins Stadion zu einer Veranstaltung irgendwo hergehen können, ohne dass er gepöbelt Wir werden das nachher natürlich noch besprechen mit Saki Stimoniaris. Es ist im Stadion ähnlich. Martin Hagen, danke dir für das Gespräch. Und ja, wir hoffen alle zusammen, dass es mit 60 München wieder aufwärts geht. Dankeschön. Das hoffen wir alle. Danke. Dankeschön. So. Jetzt ist einer frisch aus der Dusche angekommen, hier am Sendlinger Tor. Wir haben ihn vorher schon angekündigt. Es ist logisch, er ist vom Sportplatz direkt dahergefahren. Ich würde sagen, absolute Löwenlegende. Er ist in den zwei wichtigsten Spielen der letzten 40 Jahre auf dem Platz gestanden. Er trägt den Löwen im Herzen wie kein anderer. Er ist 110% Löwe und hat jetzt eine ganz frische Stelle angetreten beim Bayerischen Fußballverband. Wir begrüßen ihn, dass er hergekommen ist. Michi Hofmann! Michi, servus. Tobias, hallo. Das ist dein Mikro. Erstmal schönen guten Abend an alle Damen und Herren, an alle Löwenfreunde. Freut mich. Einen Satz, den ich immer nicht so gerne beendet haben will. Also ich sehe mich nicht als Legende, das habe ich auch oft in den Interviews erwähnt, sondern ich bin ein langjähriger Löwenspieler, der es heute geschafft hat, hierher zu kommen, unter anderem, weil für mich Riesenvorbilder im Saal sitzen. Nicht nur mein erster Trainer, der Werner Lorand, 98, mein erstes Bundesligaspiel machen dürfen. Coach, danke dafür. Dann werde jetzt, deshalb war mir das wichtig, auch die Meisterlöwen zu begrüßen und vor allem hier das wahre Idol und die Legende der Löwen. Den Peter Radenkovic, wenn man immer weiß, damals als Torwart, ob Nummer 1 oder Nummer 2, immer diese Rückendeckung bekommen, oft auch durch gute Aussagen, Motivation mitgenommen, um dann wirklich den Sprung zur Nummer 1 zu schaffen. Leeds, klar waren das die zwei schönsten Spiele, aber ich sage trotzdem nicht die besten Spiele, weil wir es halt nicht gewonnen haben. Und dann kommst du nicht weiter und insgesamt habe ich auch heute nachgeschaut, ich bin so ein bisschen ein Statistiker. Das wissen viele. Du nimmst mir alles vorweg. Nein, ich werde das nur noch ganz kurz zu Ende bringen. Dann darfst du 2, 3 Fragen stellen und dann soll es für mich das auch gewesen sein, weil ich will mich hier nicht positionieren oder hier die Show crashen durch eine Selbstdarstellung, sondern ich wollte nur noch anmerken, ich bin halt aus den Top 25 jetzt auch rausgerutscht, der Spieler mit den meisten Einsätzen. Ja, Czerny und Radenkovic haben die meisten Spiele in der ersten und zweiten Liga erlebt. Und jetzt hat mich der Stefan Lex auch noch aus den Top 25 rausgeworfen. Aber ich kann euch sagen, 249 Spiele für die Löwen und 231 Spiele auch im Privatspielbereich. Auch das war immer wichtig, weil eine Saison musst du vorbereiten und auch natürlich unsere ganzen Freunde in Deutschland mitbearbeiten. Deshalb, das ist für mich Stolz und Zufriedenheit. Der Michi ist nicht nur der beste Gerd Rubenbauer-Imitator der Welt,
es ist unglaublich, vielleicht bekommen wir heute noch irgendwo zwischendrin mal eine Kostprobe. Er ist auch ein absoluter Statistikfreak, hat er auch gesagt. Ich glaube, du weißt jede Note von dir aus der Bundesliga, jede Kickernote ist notiert, alles ist abgeheftet. Welche Note gibst du 60 München in dieser Saison? Ja, und genau auf solche Fragen werde ich hier nicht großartig antworten, weil ich kann Ihnen und euch auch sagen, ich kenne auch viele Fans, die heute viele lange Wege ja, angetreten haben und es ist wirklich krass auch hier, ja, die Hesselberg-Löwen und so weiter. Ich glaube, da sitzen noch viele mehr, aber wenn man hier angefeindet wird, das war ja vorhin schon das Thema, auch ich habe wirklich meine drei Sprüche wieder mitbekommen da draußen von Leuten, die ja dann auch noch Funktionen haben bei uns, bei 1860 und ich bin aber nicht einfach weitergegangen, sondern ich bin auch immer einer, der natürlich schon Diskussionen sucht und offen und ehrlich ist. Und ich bin, ja, habe kehrt gemacht und habe mich an den Tisch gesetzt, 10 Minuten. Und dann erfährt man so einiges und wieso kannst du das machen und warum. Und wenn ich sage, ich möchte Herrn Radenkovic nochmal vielleicht um ein Foto bitten, ja, wie damals im Grünwalder Stadion oder auch in der Allianz Arena, als wir uns mal gesehen haben. Oder den Werner Lorand wieder zu treffen, den ich jetzt im Oktober das letzte Mal gesehen habe, beim Spiel im Olympiastadion gegen Bayern München. Leute, das ist mir mehr wert, als sich jetzt die ganze Zeit um irgendeine Politik zu kümmern oder zu äußern, die uns ja hier auch nicht groß weiterbringt im Moment. Michi, das ist das Thema. Wir brauchen uns nicht um irgendeine Politik unterhalten, aber wir müssen uns schon darüber unterhalten und ich glaube, da bist du ein prädestinierter Gesprächspartner, wie es für 60 München vom Fleck gehen kann und soll. Da musst du ja, du hast in der dritten Liga ein Traineramt gehabt, du musst ja auch irgendwelche Ideen haben, wie man 60 München wieder Leben einhauchen kann. Du kannst viele Ideen haben, du brauchst im Endeffekt Funktionen, du brauchst Führungskräfte, die eine Vision, ja, und das habe ich immer schon betont, mitverfolgen und sich nicht gegenseitig permanent Unruhe schaffen, Meinungen nicht zulassen oder im Endeffekt einen Stillstand betreiben. Und auch wenn ich hier höre, ich schaue mir viele Spiele an und ich rede nicht nur, sondern ich habe das alles selber erlebt. Ja, ich habe mit 40 Jahren noch in der dritten Liga im Tor gestanden. Und wir waren bei Regensburg der absolute Außenseiter. Und das habe ich auch Spielern bei 60 mit auf den Weg gegeben. Aber heute, da werden Spieler eher gestreichelt als mal bei uns. Ja, mal wirklich gepackt. Da werden 2-3 freie Tage gegeben, weil man natürlich auf die Belastungssteuerung schauen muss. Und ohne... Auch das ist ja von gewissen Leuten immer wieder auch erzählt worden, der Michi Hofmann, der wartet auf ein Amt. Nein, ich hatte auch zweimal die Chance, ein Amt zu bekommen. Einmal, was war das? Ja, auch als Torwarttrainer im Nachwuchsbereich. Einmal ging es eben auch nicht aus beruflichen Gründen, weil ich war vertraglich gebunden. Und mittlerweile bin ich 13 Jahre nicht mehr aktiv für 60 in der Form, obwohl, danke Bubi Bründel, auch wir haben letztes Jahr wieder Wahnsinn, 2-3 Spiele miteinander gemacht, weil wir 1860 auch mit unserer Odi-Mannschaft repräsentieren wollen. Die du organisierst, ja, und ganz viel Herzblut reinsteckst. Jetzt nicht mehr. Ich habe das Amt dann auch abgegeben, aber wir sind damals nach Berlin und so weiter. Aber wer das wirklich weiß, der sollte sich solche Aussagen grundsätzlich schenken, weil ich mag keine Leute, auch vor einigen Wochen ein Heimspiel, was gegen Dortmund sang- und klanglos verloren wird, und dann sitzen irgendwelche Leute in der Westkurve auf dem Zaun und befehlen der Mannschaft, die Trikots oder sonst irgendwas abzulegen, wenn wir Leute wie Miller, ja, wie Schwabel, wie Trares, wie Botten, Leute, das wäre gar nicht vorgekommen. Ab, Kapitän, Leute, was wollen wir da? Heute gehen wir eben da nicht in die Kurve oder wir gehen in die Stehhalle oder wo die Leute neutral sind. Ja. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen möchtest. Ich habe das auch mit Olli ganz oft besprochen in dieser Saison. Wir kennen diese Schnapsaffäre, die es gegeben hat bei 60 München vor und nach dem Training. Bei den Meistern, da haben mal die Alkoholiker gegen die Anti-Alkoholiker gewonnen. Die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Glaubst du, dass es grundsätzlich so eine Mentalitätsfrage war in dieser Saison, in dieser Mannschaft? Also, mir ist das alles zu flach und ich höre hier auch, das interessiert mich nicht mehr, was vor 3-4 Wochen war. Ich habe Führungspersonen, ja, und da habe ich einen Trainer, da habe ich einen Geschäftsführer Sport und da habe ich auch eine Mannschaft. Und wenn bei uns sowas früher passiert ist, und danke, wir haben Mittwochnachmittag, haben wir vielleicht auch mal nach einem super Training 1-2 Weißbier verdrückt, ja, bei der Christel. Aber wir haben am Wochenende alles versucht, zumindest die meisten, zusammen erfolgreich zu sein. Und wenn das jetzt so breit getreten wird, ist mir das auch zu flach, weil wir kommen dadurch keinen Schritt weiter.
Und Stadion hin oder Stadion her. Ich sage, ich habe einen Bericht mitgebracht von 2017 nach unserem Fiasko in der Allianz Arena. Ja, wir waren alle im Stadion. Und wenn sowas dann passiert, du kannst auch in Giesing mal ausweichen. Aber dass man sich dann eben den Plan nicht aufrechterhält. Ein modernes Stadion mit dem Partner Bayern München eben in vernünftige Gespräche zu gehen, dass man sich dieses Eigentor schießt, nie mehr in dieses Stadion, in diese Arena zurückzukommen, das hängt uns die nächsten Jahre noch nach, weil wir keine Möglichkeit haben, in München ein Stadion kurzfristig bauen zu können oder überhaupt wirtschaftlich die Möglichkeit dafür zu haben. Das ist Fakt. Ihr hört schon raus, der Michi sagt immer noch wir. Also er ist ein absoluter Vollblutlöwe und er leidet mit, er leidet absolut mit. Ich bekomme das auch immer wieder mal mit. Wir treffen uns, wir kommentieren Spiele, reden wir natürlich logischerweise auch über den TSV 1860. Jetzt sieht es für die nächste Saison tatsächlich, was die ganzen Rahmenbedingungen angeht, düster aus. Finde ich nicht, weil... Du musst immer, das habe ich gestern auch von einem Politiker übrigens im Fernsehen auch gehört, wenn man, ja, das ist auch so ein Thema im Moment bei uns in Deutschland, ist klar. Aber Leute, wenn ich alles nur kritisiere, ja, und wenn ich alles nur negativ sehe, dann werden wir überhaupt nicht natürlich zu einer vernünftigen Lösung kommen. Und es geht um 60. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch nächstes Jahr um den Ligaerhalt erstmal kämpfen. Das heißt 43 plus X, sage ich immer. Das war meine Formel damals auch beim Jahn. Ja, und ich habe auch bei 60 zu meinen Zeiten als zweiter Mann, ich habe mich nie aufgegeben, sondern du bist in einem Mannschaftsrat, du hast versucht, dass im Training eine Qualität besteht und nicht diese Selbstzufriedenheit. Und wenn ich das, ich war in Bayreuth, ja, ich bin Oberfranke, gebürtiger Altstädter, wenn ich das gesehen habe, was die am 23. Oktober, was glaube ich, 29.10. war es, Entschuldigung, was die dort abgeliefert haben, sorry. Der Bernhard Rades hat immer zu mir gesagt, wenn wir verlieren, Michi, dann muss der Gegner richtig leiden. Das ist eine andere Schule gewesen, Mentalitätsgeschichte, hin oder her. Das Wort Mentalität, das beinhaltet so viel. Aber mir geht es insgesamt darum, auch nicht Etat. Der Etat kann 15 Millionen sein und du reißt es auch nicht. Es muss einfach hier, es war eine Zeit lang gut, ich habe Nachrichten, ich muss die Leute gar nicht jetzt alle erwähnen. Ich war gestern bei Benny Laut, der kommt hier nicht her. Ja, warum? Weil er auch weiß, der wird von einigen Leuten angefeindet. Aber es geht darum, einen Lösungsweg jetzt zu finden und das hat der Herr Leichenberg gut gesagt, das fordere ich auch durch Auftritte im Fernsehen, wenn sich beide Seiten nicht annähern, ja, dann dümpeln wir die nächsten 1, 2, 3 Jahre vor uns hin. Wir wollen aber über die Saison sprechen. Ich hoffe, du möchtest das. Du hast nämlich auch ganz explizit Michael Köllner angesprochen, also dass das schon zu merken war, dass der in An- und Abführung angeschossen wurde und ihm das Leben immer schwerer gemacht wurde. Möchtest du noch was dazu sagen? Nein, ich glaube, dieses Thema ist jetzt auch, Michi Köllner hat seinen Verein jetzt in Ingolstadt, versucht dort etwas aufzubauen, hat sicherlich andere Möglichkeiten. Er hat einige Jahre das auch bei 60 jetzt erlebt, er hat insgesamt eine gute Arbeit gemacht. Ich sage, für sehr gut kann es nicht reichen, weil er natürlich auch das nicht geschafft hat, ja, den Turnaround wieder herzustellen gegen wirklich Mannschaften, man sieht es ja jetzt, die mit Sicherheit nicht besser sind, aber die haben als Mannschaft besser funktioniert. Und da muss man sich auch hinterfragen, da gehört ein Trainer dazu und natürlich auch ein Präsident bzw. dann Geschäftsführer Sport. Die holen da in der Winterpause einen Transfer, der das ganze Restbudget aufbraucht und der die Stimmung in der Mannschaft mit Sicherheit nicht verbessert hat. So, und da will ich nicht nachher schlauer sein, weil dieser Raphael Holzhauser, der hat mir 2011 mal in Stuttgart, hat er damals noch gespielt für die Amateure, eine 500-Minuten-Serie ohne Gegentor zusammengeschossen. Ja, wir sind ja damals beim Jahn wirklich gut mit einer Mannschaft ohne Etat aufgestiegen. Und übrigens, unser Kapitän Tobi Schweinsteiger, der hat jetzt in Osnabrück auch eine finale Aufstiegschance. Aber aktuelle Saison, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, Leute. Wir haben es nicht geschafft, obwohl die Startphase überragend war. Und ich habe mich beim Legendenspiel dann vielleicht in der Form falsch geäußert. Die Mannschaft hatte sicherlich ein paar Glücksmomente in den Spielen. Aber das ist mir doch egal. Und wenn ich dann immer höre, der Löwe hat gewonnen und es wird alles nur negativ gesehen oder sehr vieles. Alles ist auch falsch. Und sowas ärgert mich, weil
wie oft waren wir in den letzten Jahren Tabellenführer, ich spreche von der dritten Liga, und dann bin ich schon mal oben und habe eine Möglichkeit, mit Zusammenhalt das zu verbinden, ja, und zu stabilisieren, und dann kommen die ersten, von wem auch immer, und dann geht es eben leider den Berg hinab. Und was mich nur ärgert, und das kann ich euch auch sagen, ich war selbst beim Robert Reisinger, man hat Gespräche geführt, ich war neulich beim Heimspiel in der Westkurve, habe Gespräche geführt. Und wenn man dann klare Aussagen bekommt, dann ordnet man die für sich ein. Und von dem her bin ich froh, ich werde viel gebucht. Ich habe mein Aufgabengebiet, genauso wie viele andere Löwen, die vielleicht wirklich für 60 etwas bewegen könnten. Aber das wird eben von diesen Leuten nicht gewünscht. Das sind harte Aussagen. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz auf die neue Saison. Der Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel hat gesagt, der Bestandskader, das sind 17, wenn ich mich nicht verzählt habe, die momentan unter Vertrag stehen, das ist ja ganz ordentlich. Kann das ein Gerüst sein? Kann das so funktionieren? Was hältst du von so einer Aussage? Man nimmt Aussagen zur Kenntnis, aber ich werde jetzt da nicht großartig mich dazu äußern müssen, weil ich habe andere Aufgabengebiete und daran werde ich auch gemessen. Nur ich habe ganz klar auch neulich bei Magenta gesagt, wenn jemand, ja, in dieser Verantwortung ist, ein Geschäftsführer Sport, wenn jemand den Kölner, ob alleine oder mit Leuten im Zusammenschluss entlässt, dann muss er natürlich liefern. Und was diese vier Spiele, es waren nur diese vier Spiele, dann hat er nicht mal Fußballschuh, ja, dann können sie beim DFB anscheinend nicht anrufen, Stefan Reisinger Option. Leute, das ist mir zu billig und das ist einfach ein Schaden für 60 München. In der Phase wäre es ganz wichtig gewesen, auch dran zu bleiben, genauso wie jetzt final. Ja, und dann höre ich wieder, oh, es fehlen ja bloß diese 4, 5, 6, 7 Punkte. Ja, Leute, die muss man sich erstmal erspielen. Und bei uns hat damals auch einiges gefehlt. Und ich würde nicht reden, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, Leute. Und mir macht eigentlich mehr zu schaffen. Ich werde mich hier politisch nicht groß äußern. Ich habe mich auch damals angeboten, vielleicht in den Aufsichtsrat zu kommen oder sogar ein Amt des Vizepräsidenten. Viele Fans haben gesagt, Michi, bitte lass dich aufstellen. Man müsste diesen inneren Zirkel ein bisschen mehr überwachen. Ist das jetzt so zu verstehen, dass du das noch verfolgst, dieses Ziel? Ja, ich lebe hier glücklich, ja, im Münchner Umland. Ich sage immer, Feistern City draußen, bei uns ist die Welt in Ordnung. Und ich bin auch mittlerweile, ja, 26 Jahre, trotzdem ein Oberbayer, auch wenn ich mein Oberfränkisch auch gar nicht wegleugnen möchte. Und habe die Chance, jetzt was aufzubauen, ja, wie die letzten Jahre auch. Klar, zu meiner Tätigkeit als Torwarttrainer bei Türkgücü mit ehemaligen Löwentrainern wird man dann irgendwie angefeindet oder es werden Dinge erzählt, die ja komplett von der Wahrheit weg sind. Und da stehe ich mittlerweile drüber, weil da gibt es für mich im Leben ganz andere Dinge. Ja, ich habe einen schwerkranken Vater, der ist 3 Jahre jünger als Werner Lorand. Die haben am gleichen Tag Geburtstag, am 21. November. Und wenn man diese Dinge miterlebt, dann möchte ich positiven Stress haben und den erzeugen und nicht immer dieses negative Denken. Und dann ist man vielleicht auch manchmal sogar froh, wenn man in dem Zirkel nicht dabei ist, weil das ist für mich dann zu wenig Lebensqualität. Ja. Und was ich hier gehört habe, wenn jemand kommen muss mit Personenschutz, Leute, die Leidl, die sowas machen, die sowas provozieren, die sollten sich vielleicht dreimal im Spiegel anschauen, weil der wird wahrscheinlich zerplatzen. Michi Hofmann, vielen Dank. Der Fairness halber, das war ein schönes Schlusswort, das du getätigt hast. Der Fairness halber wollen wir natürlich jetzt schon nochmal nachfragen. Ich habe es vor 2, 3 Tagen gelesen, du hast eine neue Stelle angetreten. Du bist wieder Trainer, du darfst wieder trainieren beim Bayerischen Fußballverband. Was machst du genau? Das ist nicht richtig recherchiert. Entschuldigung. Dann klär mich jetzt mal auf. Dann müssen wir Ihnen aber jetzt auch dann schon eine 3- geben. nein, also mein Chef ist übrigens auch ein überragender Löwenspieler aus den 90er Jahren. Er hat diese BFA, das ist nicht der Bayerische Fußballverband, sondern das nennt sich die Bayerische Fußball Academy. Und mein Chef ist ein Spieler, Sorry. Der hatte früher die Nummer 7 auf dem Rücken. Vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen? Nein? Ich gebe euch 3 Versuche. Der erste ist schon weg. Dann könnt ihr von mir aus einen Schnaps trinken. Correctly. Also Horst Held lebt ja auch hier in München und
Das geht aber schon über ein Jahr und jetzt haben sie sich natürlich entschieden, aufgrund meiner Leidenschaft und der offenen und ehrlichen Art, dass man einfach gut ankommt, dass man Dinge vorantreiben will, ja, wenn es möglich ist. Und das macht mir riesen Spaß. Ich komme gerade auch jetzt wieder von einem Spiel. 3-1 gewonnen, 7 Spiele, 21 Punkte. Der Michi gibt auch den einen oder anderen Torhüter dann an die Löwen ab. Also das passiert im Sommer. Ein super Torwart aus der U12 muss leider zu Bayern München gehen, so wie es ausschaut. Aber Leute, man hat zu tun. Ich war gestern bei Benny Laut, der kommt leider heute nicht mitkommen. Man unterhält sich heute Morgen mit Rainer Berg, Aufstiegstorwart. Der hat noch 2 Pflichtspiele mehr gemacht als ich. Ich habe heute alles nachgeschaut, Bernd Hartmann und so weiter. Wir haben überragende Torhüter gehabt. Und nichtsdestotrotz, wir könnten stundenlang reden. Wichtig wäre für mich, die Leute, die wirklich verantwortlich sind, die müssen die Dinge ausarbeiten und müssen die Dinge auch leben. Michi Hofmann, vielen, vielen Dank. Mit der 3- warst du sehr gnädig mit mir. Dankeschön, Applaus, Michi Hofmann. Und wir, ist mein Vorschlag, mal zum Abkühlen, jetzt mal ein kurzes Päuschen und dann geht's weiter in der Viertelstunde. Check, check. So, den Fredi, den sehe ich schon. Der ist schon wieder da. Der Radi wird noch belagert. Aber der Radi ist auch schon wieder da. Dann, glaube ich, geben wir den beiden Meisterlöwen nochmal einen dicken Applaus. Und dann wird es tatsächlich jetzt thematisch ein bisschen ernster an diesem Abend. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, was da für ein Klima der Angst mittlerweile herrscht bei 60 München. Das ist krass, finde ich. Ich habe mich mit ein paar unterhalten vorher, die gesagt haben, sowas hat es bei uns noch nie gegeben. Aber wir müssen jetzt nachfragen, wie das so ist beim Aufsichtsratsvorsitzenden des TSV 1860 München, Sakis Stimoniaris. Saki, dein Mikro? Ja, vielen Dank und grüß Gott an alle. Nimm Platz. Ja. Also wir haben es jetzt einige Male schon von den Vorrednern gehört, Saki. Wir haben es auch schon gelesen, dass du im Stadion mit Personenschützern drin warst, als Aufsichtsratsvorsitzender des TSV 1860. Ich finde das unsäglich, ich finde das unglaublich, ich finde das Wahnsinn, dass es sowas bei einem Sportverein in Deutschland im Jahre 2023 gibt. Warum hast du dich genötigt gefühlt, dir einen Bodyguard an die Seite zu stellen? Ja, bevor ich jetzt mal auf die Frage antworte, wollte ich mich nochmal bedanken für die Einladung. Und dass man sowas hier erlebt, finde ich sehr gut. Und das zeigt auch, dass 60 in der dritten Liga lebt, in dieser Landeshauptstadt. Und es gibt nicht nur die anderen, sondern es gibt auch uns. Und vielen Dank an Radis Erben und vielen Dank an die Blau 24, dass wir diesen Abend hier erleben dürfen. Zum Thema Personenschützer oder nicht. Es ist so, wie es ist. Und ich bin auch nicht so wichtig. Es geht um meine persönliche Sicherheit. Und ich glaube, es ist ein unwichtiges Thema. Es geht um 60, es geht um diesen Abend und aber das, sag ich, Entschuldigung, das betrifft ja nicht nur dich. Also wenn sich ein Michael Lerchenberg anpöbeln lassen muss, wenn sich ein Michel Hofmann anpöbeln lassen muss, weil er auf diese Veranstaltung geht, das kann es doch bitteschön nicht sein. Ja gut, schau, ich bin 1973 geboren in dieser wunderschönen Stadt und bin dankbar dafür. Lebe hier in dritter Generation und ich lasse mich auch vor keinen verjagen. Aber dass es jetzt so ist, wie es ist und dass ich auch in Begleitung kommen muss, das ist so und das habe ich so zu akzeptieren. Ein 60er, der hofft,
Ein 60er, der leidet, und ein 60er geht seinen Weg. Die Strukturen bei 60 München, die sind im Verein nicht immer ganz gut zu durchschauen. Ich glaube nicht, dass jeder im Raum, übrigens großes Kompliment, ich habe vorher nochmal nachgefragt, wir sind über 300 hier drin, 300, so viel waren auf der Mitgliederversammlung beim letzten Mal. Also das ist ein ganz großes Kino, in der Tat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da gibt es wirklich ein ganz großes Kompliment in diese Richtung. Aber ich glaube, viele wissen noch nicht, was es mit den Strukturen bei 60 München wirklich genau auf sich hat. Es gibt den Verwaltungsrat und es gibt den Aufsichtsrat. Und der Vorsitzende dieses Aufsichtsrats sitzt neben mir. Vielleicht kannst du den Zuhörern ganz kurz mal erklären, was deine Aufgabe dabei ist. Ja gut, ganz einfach erklärt. Es gibt die TSV 1860 als Unternehmen. Das wäre die erste Profimannschaft. Das ist die U21 und das ist die U19. Und das ist der Profibereich und dort bin ich der Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens. Und dann gibt es eben unseren e.V., und wo ich jetzt Mitglied bin, oder viele andere auch. Und dort gibt es einen Verwaltungsrat, dort gibt es ein Präsidium und letztendlich die ganzen Abteilungen und die ganzen Gremien. Du wirst als Statthalter von Hasan Ismail in München bezeichnet. Die Frage, die immer wieder ganz interessant ist, weil es wird ja immer alles dann auf den Mehrheitsgesellschafter oder meistens zumindest geschoben, wenn was nicht so zufriedenstellend läuft. Wie viel Einfluss hat die sogenannte Hamm-Seite auf 1860? Ja gut, jetzt, weil dieses Wort Statthalter ist irgendwie komisch. Also ich bin kein Statthalter, sondern wie gesagt, ich bin im Aufsichtsrat von 1860. Vor vielen, vielen Jahren hat mich Hasan Ismail kontaktiert über einen gemeinsamen Bekannten und hat mich gefragt, ob ich das machen möchte, weil ich auch in meinem Berufsleben die Möglichkeit hatte, in dem einen oder anderen Aufsichtsrat Mitglied zu sein. Und ich habe das auch dankend angenommen. Ich möchte es auch hier mal sagen, weil ab und zu mal werde ich auch gefragt, ich stehe auf keiner Gehaltsliste. Ich stand niemals auf einer Gehaltsliste. Ich mache das, weil ich 60er bin. Und ich habe damals Ja gesagt und seitdem mache ich das. Ich bin damals, es war Anfang 2018, habe ich das damals übernommen und seitdem mache ich das, ja. Wir haben von Hasan Ismail, der heute leider nicht da ist, gehört, dass du der Ansprechpartner für die IV-Seite bist, also quasi für die Gesellschafter, das Sprachrohr bist. Wie oft hat sich der Präsident Robert Reisinger, wie oft hat sich der bei dir schon gemeldet? Ja gut, wir sind ja im Aufsichtsrat zu sechs. Das ist ja nicht so, dass ich nur der Aufsichtsrat bin oder der Aufsichtsratsvorsitzende. Das ist ein Gremium und da sitzen natürlich mehrere Kollegen drin. Leider keine Kollegen bis heute. Vielleicht werden wir da auch mal was hinbekommen. Es sind drei Kollegen vom e.V. entsandt und drei Kollegen von, ja, da kann man klatschen. Ich glaube auch, dass Kolleginnen, also es sind drei Kollegen aus dem e.V. und drei Kollegen von der Hamm. Und es ist der Herr Reisinger, der Karl-Christian Bay, das ist auch mein Stellvertreter im Aufsichtsrat. Und der Herr Seeberg und von der Hamm-Seite ist es dann eben der Yahya Ismail, der Bruder von Hasan. Das ist der Herr Andrew Livingston, der Rechtler von ihm und letztendlich ich. Und ich darf dann auch den Vorsitz machen und das wollte ich auch mal hier in der Öffentlichkeit sagen. Ich wurde ja auch einstimmig gewählt und dafür bedanke ich mich auch. Das zeigt ja auch Vertrauen. Jetzt gibt es natürlich schon drängende Fragen bei 60 München, wie es in Zukunft weitergeht. Da ist Robert Reisinger logischerweise der Ansprechpartner. Wie oft hat er sich da schon gemeldet im Hinblick auf die Zukunft von 60 München, wie es jetzt auch finanziell weitergeht für die kommende Spielzeit, die, so viel wir gehört haben von Marc-Nicolai Pfeiffer, wesentlich schwieriger wird, auch wenn er gesagt hat, ja, das mit dem geringen Etat um die Jahreszeit, das hatten wir schon öfter. Wir haben dann immer wieder irgendwelche Wege gefunden, den Etat dann nochmal aufzumörteln. Aber hat sich da der Präsident diesbezüglich bei dir schon gemeldet? Also der Aufsichtsrat und habt auch bitte Verständnis, Tobi, ich habe ja mehrere Funktionen. Ich bin der Aufsichtsratsvorsitzende und jeder, der schon mal in einem Unternehmen gearbeitet hat, weiß ganz genau, was ein Aufsichtsratsvorsitzender
und welche Interessen er zu vertreten hat. Und selbstverständlich bin ich entsandt von Hassan Ismail, da wollte ich auch noch mal kurz mich auch hier in der Öffentlichkeit bei ihm bedanken. Warum? Weil nach 5 Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender muss mir keiner erzählen, wenn ich mittendrin bin, wie es bei 60 läuft. Bevor ich dieses Ehrenamt, wenn ich das so sagen darf, mal angenommen habe, habe ich auch gedacht, wie Fußball funktioniert, also zumindest das Geschäftliche. Übers Sportliche erlaube ich mir kein Urteil, weil ich bin nur Fan. Ja? Und wenn es gut spielen, dann freue ich mich. Und wenn es nicht gut spielen, dann bin ich genauso sauer wie die anderen. Aber das Finanzielle, das machen wir dort. Und ich kann nur eins sagen, ohne die Unterstützung, die externe Unterstützung von Hassan Ismail, gehen die Lichter aus. So einfach ist das. Und da möchte ich noch eins sagen. Und das ist auch, und bitte diesen Satz mitnehmen, und da geht es mir um Gemeinsamkeit, weil ich bin auch damals angetreten für Gemeinsamkeit. Die 60er waren nur stark, und wenn ich 52 Jahre alt bin, darf ich das sagen. Ja? Der 60er ist nur dann stark, wenn er zusammenhält. Der 60er kann jeden gewinnen, wenn er zusammenhält. Wenn der 60er anfängt, der eine geht nach links, der andere geht nach rechts, dann wird es schwierig. Und ich würde mir wünschen, weil du die Frage gestellt hast, ja, wir sind in der Vorbereitung eines Termines. Ja, ich stehe ja mittendrin. Ich bin auch derjenige, der diesen Termin auch mit unterstützt und vorbereitet. Und ich würde mich freuen, dass wir uns am Ende des Tages alle an einen Tisch setzen, alle, die die Verantwortung tragen. Und ich weiß, dass jeder eine Liste hat von Wünschen. Aber dass man dann 5 Sachen rausholt. Wenn du jetzt mich fragst, für mich ist die Wirtschaftlichkeit ist das A und O. Ohne Wirtschaftlichkeit wird es auf lange Sicht und nicht für immer einen sportlichen Erfolg geben. Der Nächste hat den nächsten Wunsch, der andere hat den... Darf ich kurz einhaken? Wie ist die Wirtschaftlichkeit zu verbessern bei 60 München? Ja, indem wir das Stadionthema lösen und nicht diskutieren. Und indem wir eine Entscheidung treffen, nicht irgendwann mal heute, aber heute, und sagen, so ist es, das sind die Gegebenheiten. Ich glaube, jeder fast mittlerweile kann dieses Thema Stadion nicht mehr hören, also diese Thematik. Ja? Und jeder kennt die Rahmenbedingungen, und wenn nicht, dann kann ich sie kurz erläutern. So, und da muss man eben eine Entscheidung treffen. Ja? Und es wird ja nicht, wir verschieben aufs nächste Jahr und dann wieder, sondern wir brauchen eine Lösung. Warum? Weil es wurden auch heute hier oben von allen Beteiligten, die hier oben saßen bei dir, richtige Sachen gesagt. Das Problem ist, wir haben bei dem einen Stadion kein Geld verdient. Wir verdienen aber auch beim heutigen Stadion kein Geld. Wir zahlen ja mittlerweile drauf. Und wenn es nur darum geht, dass wir jeden Euro zusammenkratzen... Mit 12.000 Dauerkarten. Wenn es darum geht, dass wir jeden Euro zusammenkratzen, um die Miete zu zahlen, obwohl das Fußball... Der Fußball in Deutschland ja so funktioniert, dass eine Mannschaft ein Stadion hat. Wenn das Stadion nicht der Mannschaft gehört, dann muss eben die Mannschaft Miete zahlen. Ist alles in Ordnung bisher. Aber dann gehört auch das Catering zum Beispiel der Mannschaft. Dann gehören die Namensrechte der Mannschaft. Dann kann die Mannschaft Geld regenerieren. Also wir gehen alle ins Stadion. Letztes Spiel, 15.000 Leute. Unglaublich. Uns beneiden und sind uns neidisch. Mannschaften in der zweiten Bundesliga, in der ersten Bundesliga, wie wir es hinbekommen. Ja, in der dritten Liga, wo es um nichts geht, um gar nichts. Es geht nicht um den Aufstieg, es geht nicht um den Abstieg, es geht nur, ja, wir sind in der Mitte. Und trotzdem ist das Stadion voll. Da sind 15.000 Leute da drin. Er verdient 60 keinen Cent. Er verdient 60 keinen Cent. Und das ist das Problem. Und darum sage ich, wir müssen das Thema Stadion lösen. Und ich sage auch dem guten Willen, wir waren auch bei der Stadt, wir haben auch mit der Stadt geredet. Und eins möchte ich hier schon gesagt haben. Also erstens einmal, Hassan Ismail hat mir vor einiger Zeit gesagt, geh den Weg, der für 60 gut ist. Geh jeden Weg mit, der für 60 gut ist. Und das tun wir. Und in der Stadt ist es auch so, dass wir einheitlich, wir waren ja zu dritt dort, und wir haben tatsächlich, und da war ich auch stolz als 60er, weil man sagt uns ja immer nach, wir hätten ja 2 Leute in einem Raum, 5x5 Meinungen, die 60er, das war nicht so. Wir hatten eine Meinung, wir haben klar und deutlich dort unsere Position vertreten, und wir sind dort in Gesprächen, und
um jetzt nicht tiefer einzusteigen, wir brauchen eine Lösung. Entweder ist es das Stadion oder ein Neubau oder was auch immer. Aber 60 braucht eine Lösung. 60 muss in einem Stadion Geld verdienen. Ansonsten sind wir, und bitte nicht falsch verstehen, und ich darf es ja sagen, nach über 6 Jahren, ist ja nichts Böses, ja, ansonsten werden wir Leute brauchen, wie auch Hasan Ismail. Und darum danke Hasan Ismail, die bereit sind, uns Geld zu geben, aber zu melden haben sie gar nichts. Ich will das gar nicht, mir fallen, so. während du sprichst, tausende Fragen ein. Ich will das auch gar nicht ins Lächerliche ziehen. Aber wenn man das jetzt so gehört hat, ich möchte nur wiedergeben, was ich immer wieder gelesen habe. Es ist mal eine Zeit lang still geworden um dieses Thema. Aber das Stichwort heißt Konsolidierungskurs. Also du hast ja gesagt, 60 München verdient keinen Cent mit diesem Stadion. Hast du den Präsidenten einmal gefragt, wie er sich den Konsolidierungskurs so vorstellt? Ja gut, wenn ich jetzt sage keinen Cent, dann meine ich unter gleichen Wettbewerbsbedingungen. Jeder Verein in Deutschland, jeder Club in Deutschland hat ein Stadion. Ja? Einnahmen von den Tickets, Einnahmen von dem Catering, Einnahmen von der Vermarktung des Stadions, Einnahmen von den Namensrechten des Stadions, Einnahmen. Erster Punkt stimmt bei uns. Die restlichen, die haben wir nicht. Das meine ich. Und das sind aus meiner Sicht nicht faire Bedingungen. Nicht faire Bedingungen. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich sage das auch offen hier heute. Und es hat auch die Geschäftsführung gesagt, wir sind unserer Stadt München, ich bin ja Münchner, ich bin ja hier geboren, aufgewachsen. Ja. Wir sind unserer Stadt sehr dankbar, dass sie uns die MVV-Tickets jetzt erlassen hat. Klammer auf, wir dürfen nicht vergessen, wer sie dann zahlt. Klammer zu. Ja, also 49 Euro für jeden Zuschauer. Bei aller Dankbarkeit, aber irgendeiner wird es ja zahlen. Aber trotzdem vielen, vielen Dank. Und jetzt kommt's. Wir werden diese Saison, die kommt, mehr bezahlen als die Saison, die jetzt zu Ende geht. 60 wird mehr bezahlen müssen. Das ist die Aussage, die ich habe. Bitte habt Verständnis, dass ich jetzt hier als Aufsichtsratsvorsitzender keine Zahlen nennen darf und kann, weil das ist ja Betriebsgeheimnis. Weißt du ja, wir sind ja in Deutschland. So, aber das ist so. Wir zahlen hier am Ende des Tages, oder du fragst mich als Fan oder als Saki oder als Münchner, dann ist alles in Ordnung, aber solange du sagst, der Aufsichtsratsvorsitzende, muss ich ja gewisse Sachen zurückhalten. Oder doch sie so sagen, dass sie auch jeder verstanden hat und ich nichts gesagt habe. Und das ist immer so ein Spagat. Und das ist die Wahrheit. So, dann darf man nicht vergessen, dass wir... Das war jetzt eine Textaufgabe, glaube ich. Das war eine Textaufgabe. Dann darf man nicht vergessen, dass wir dieses Mal uns nicht für den Pokal qualifiziert haben. Und das sind alles Gelder, die eben am Ende des Tages fehlen. So, und jetzt kann man natürlich sagen, der ist schuld und der ist schuld. Und ich sage mittlerweile, die Situation ist schuld. Und ich suche keine Schuldigen. Der ist schuld und der nächste ist schuld. Also, das wollen wir auch gar nicht. Und ich auch nicht, weil es bringt ja gar nichts. Und seit Jahren, also ich bin dankbar, dass es einen Hasan Ismail gibt. Dankbar. Und wenn du jemanden kennst oder ihr jemanden kennt oder wer auch immer, der bereit ist, Millionen auf den Tisch zu legen für unsere Herzenssache und am Ende des Tages den Weg mit uns zu gehen, dann sagt mir Bescheid, weil ich kenne nur den einen nach 6 Jahren. Wie reagiert der Fan Saki, wenn er dann hört, dass Hasan Ismail jetzt auch schuld dran sein soll, dass die Ticketpreise steigen im Grünwalder Stadion? Ja, gut, also es ist tatsächlich so, dass eben die Ticketspreise steigen. Aber es ist, ich habe es ja vorhin erklärt, wir zahlen ohne den MVV jetzt am Ende mehr. Es ist so, es ist ein Pflaster, das ist eine Situation. Wir haben uns in dieser Situation, und bitte nicht falsch verstehen, und da gibt es nicht die Schuldigen beim Hasan oder beim EV oder dies oder jenes. Wir 60 sind heute in einer Situation, in der wir, und auch zum Thema Allianz Arena, natürlich haben wir auch da kein Geld verdient am Ende des Tages. Das muss man ja auch ganz offen und ehrlich hier sagen. Aber wenn du, und ich darf das ja als Münchner sagen, mit unserer lieben Landeshauptstadt verhandelst und du hast jemanden gegenüber und du hast keine Möglichkeiten, keine Ausweichmöglichkeiten, dann nimmst du eben das an, was dir gesagt wird. Und das ist natürlich das Problem an der Sache. Wir haben uns selber, und ich sage es noch einmal, und das ist mir sehr, sehr wichtig, wir müssen bei 60 aufhören, Schuldige zu suchen. So nach dem Motto, wenn alles gut ist, dann waren es die anderen, und wenn es schlecht ist, dann war es der Hasan Ismail. Das funktioniert so nicht. Oder umgekehrt. Oder es wird so nicht funktionieren. Wir müssen die Situation klar und deutlich uns, ist so.
Wir haben nur dieses eine Grünwalder Stadion aktuell. Es gibt nichts anderes. Es gäbe das Thema Olympiastadion oder es gibt einen Neubau. Jetzt gab es 60 und 60, darf ich das nur einmal klar. Als unwichtiger Vorsitzender, ja, darf ich das sagen. Und 60 muss irgendwann einmal sagen, okay, dann sind wir bereit, über das Grünwalder Stadion zu reden. Ich habe auch etliche Male auch mit dem Hassan darüber geredet. Ja? Hassan natürlich sagt, entweder Grünwalder oder Neubau. Jeden Weg, der für 60 gut ist. Geht den Weg, der für 60 gut ist. Ja? Geht den Weg. Aber das Problem ist, ja, wir brauchen... ja, alles gut. Aber das Problem ist, um eine Lösung zu finden, brauchst du einen Partner gegenüber. Das Grünwalder Stadion sind wir Mieter. Und es gehört uns nicht. Und da müssen wir eben Wege finden, das ist nun mal so. Also weil ich es gerade gehört habe mit dem Thema Löwenzoo, das ja dann überall mehrfach genutzt wurde. Also das heißt, wenn ein Mehrheitsgesellschafter mal einen Witz macht, dann wird das für bare Münze genommen und dann wird das logischerweise dann überall so verkauft, als ob er das tatsächlich so machen möchte. Ich glaube, er hat einfach nur einen Witz machen wollen in dieser Hinsicht. Das kann man bei der Gelegenheit auch mal erwähnen. Jetzt gab es einen Termin auf dem Münchner Oktoberfest. Der Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte gerade noch einen Maskrug in der Hand und dann gab es einen uns bekannten Kollegen, der ihn gefragt hat, wie es denn aussieht mit dem Stadion. Und dann hat Dieter Reiter gesagt, ja, es gäbe schon doch, auch wenn es immer wieder das Gegenteil, wenn immer wieder das Gegenteil behauptet wird, es gäbe schon auch irgendwo Grundstücke. Wo denn? Da musst du aber den Oberbürgermeister fragen. Aber du warst ja in der Sitzung dabei im Rathaus. Deswegen. Es gibt aktuell kein Grundstück für 60. Okay. Es ist. Also ihr müsst da auch alle verstehen, ja, dass ich jetzt hier, nochmal, ich habe die Wahrheit gesagt, entweder will man sie, es kommt aus dem Herzen, es gibt kein Grundstück für 60 aktuell. Wie sehen die Überlegungen aus? Klar, jetzt muss man mal die Gespräche suchen, du hast ja gesagt, für die neue Saison, ja. Aber man muss sich dann natürlich irgendwann jetzt auch mal wieder in Sachen Stadion zusammensetzen. Ist es denn dann denkbar, dass man irgendwo... ist ja nicht so weit weg, in Richtung Landkreis Ebersberg, in Richtung Landkreis München, in Richtung Landkreis Erding, was auch immer, angrenzend geht und da etwas sucht? Also wir werden erstmal Folgendes tun, wir werden alles tun und geschlossen und ich hoffe auf die Unterstützung aller, dass wir im Grünwalder Stadion oder in München eine Lösung für 1860 finden. Wir sind ein Münchner Verein. Wir sind doch keine, ja, also Entschuldigung. Wenn das nicht möglich ist, dann müssen wir uns auch andere Gedanken machen. Das sage ich heute zum ersten Mal, aber auch ganz offen. Wir setzen alles darauf. Wir sind der TSV 1860 München. Und es muss möglich sein, dass wir entweder das Grünwalder Stadion, und ich weiß, dass alle eine Meinung darüber haben. Jeder hat seine Meinung. Aber ich sage, wir müssen auch einen gemeinsamen Weg gehen. Und wir werden auch bereit, auch Hassan Ismail Wege zu gehen. Aber dann muss das Grünwalder Stadion unsere Heimat werden und wir müssen aufhören, Mieter zu sein und wir müssen Geld da drin verdienen. Und da gehören das Catering, die Namensrechte und alles Mögliche. Es kann ja nicht sein, dass wir da Miete zahlen und andere verdienen das Geld. Und Stühle gehören dazu. Bitte? Sitzplätze. Ja, okay, aber wir müssen erst einmal die erste Hürde nehmen. Und die erste Hürde ist, wir fühlen das 60er als unser, also das Grünwalder Stadion als unser Stadion. Ja, 66 haben wir da die Meisterschaft gefeiert und vieles, vieles andere. Übrigens, das wollte ich auch nochmal sagen, ich bin ja 71 geboren. Ja? Also, ja, großen Respekt, ja, dass ihr das gekonnt habt, weil das singen wir ja bis heute, 66 deutscher Meister. Und vielen Dank an dich, Werner, aber auch vor allem an Karl-Heinz Wildmoser. Weil meine Generation hat euch erlebt und von euch geträumt. Euch erlebt und von euch geträumt. Leider träumen wir weder bei 60 mehr, sondern noch, naja. Ich habe jetzt noch eine Frage an den Aufsichtsratsvorsitzenden des TSV 1860. Es ist heute vermeldet worden, dass das nächste Talent, Marius Wörl, 60 München verlässt, in Richtung zweite Liga.
Hannover 96 ist der neue Club, das haben wir heute gelesen. Als Marius Wörl im Toto-Pokal im Herbst eingesetzt wurde, da haben der Kollege Olli Griss und meine Wenigkeit uns drüber unterhalten und haben gesagt, Mensch, das ist ein Riesenfußballer. Da hat er noch keine Minute in der dritten Liga gespielt. Der Sportgeschäftsführer hat ihn nicht unter Vertrag genommen. Der hat keinen Profivertrag seinerzeit mit ihm ausgehandelt. Er musste seitdem für 350 Euro spielen im Monat. 350 Euro. Oder 320 Euro. Und jetzt sagt er sich, ja gut, also damals bin ich mir sicher, hätte er dann wahrscheinlich einen Vertrag unterschrieben. Und jetzt sagt er sich, ja gut, wenn ihr gar nicht auf mich zukommt, dann gehe ich halt. Und 60 München geht dadurch eine Ablöse von geschätzten 500.000 bis 1 Million wieder mal für ein riesengroßes Talent flöten. Was sagt denn ein Aufsichtsratsvorsitzender dann dem Sportgeschäftsführer? Das ist ja ein wirtschaftlicher Schaden, der entsteht dadurch, durch so eine Fehlplanung. Ja gut, das hört sich ja immer so toll an, Aufsichtsratsvorsitzender. Du musst aber eins wissen, du hast im deutschen Fußball durch die 50-plus-1-Regel, bist du zwar zuständig für die Finanzen, fürs Budget, und musst auch schauen, dass du das Budget genehmigst und die rechtliche Verantwortung trägst, nicht nur ich, sondern der Aufsichtsrat und am Ende des Tages die Eigentümer, das ist Hasan Ismail und der e.V. Aber du bist nicht weisungsbefugt. Ja, also im Gegensatz... Aber du kannst deine Meinung sagen. Ja, meine Meinung, die habe ich ihm schon gesagt, die habe ich auch intern gesagt. Du hast aber auch Verständnis, dass ich jetzt dazu jetzt nichts sage. Was ich aber schon sagen kann, ist, wir haben allen Spielern aktuell ein anständiges, aus meiner Sicht, und vergiss nicht, ich komme ja aus dem normalen Leben, ja, wir haben schon unseren Spielern, und das wurde auch heute hier kurz erwähnt, vor allem von unseren Legenden, früher musste man spielen und arbeiten gehen. Gehen wir davon aus, dass wir den Spielern, und ich steige jetzt nicht darauf ein, ob jetzt der Geschäftsführer Sport oder wer auch immer dafür da ist, weil er auch dafür bezahlt wird, das erkannt hat oder nicht, da musst du ihn fragen, nicht mich, ich werde auch nicht dafür bezahlt, sondern ich habe erklärt, was ich mache und für was wir da sind. Wir haben Spielern und wir versuchen auch Spielern im Rahmen unserer Möglichkeiten, ja, ein anständiges Angebot auf den Tisch zu legen. Am Ende des Tages sage ich auch eins, wenn ein Spieler woanders mehr bekommt, dann ist das so. Und auf der anderen Seite sage ich, jeder Spieler soll sich überlegen, was er tut. Denn lieber spiele ich vor so einer tollen Kulisse in so einem tollen Traditionsverein, als irgendwo, wo... Ja, aber es ist so. Und das ist auch legitim, dass jeder junge Mensch für sich entscheidet, wie es ist. Und warum man das oder jenes versäumt hat, das würde ich auch so, weil wir jetzt zum, vielleicht auch zum Abschluss kommen, lassen wir das alles hinter uns. Wer ist schuld für das und wer ist... Wir müssen Wege finden. Ich finde es schade, dass ich mittlerweile 52 bin. Und wenn wir so weitermachen, dann habe ich das Gefühl, dass ich auch nicht irgendwann einmal nicht erlebe, dass 60... Und für mich gehört 60 mindestens in die zweite Bundesliga. Alles andere müssen wir uns in Zukunft auch erarbeiten. Und da gehören wir zurück, vielleicht auch in die erste Bundesliga. Da, wo wir uns gefreut haben mit den Herren. Aber jetzt machen wir erst einmal den einen Schritt nach dem anderen. Und dass uns Talente verlassen, das ist so. Ich kann ja nur eins sagen, 60 leistet sich zwei Geschäftsführer. Und aus, das ist so. Und aus meinem Geschmack heraus, wir haben es ja. Wir zahlen auch anständiges Geld bei 60. Ja? Wir zahlen, ja, natürlich, die sind ja nicht bei 60 umsonst. Also, ich kenne ja keinen bei 60, der zumindest im Profibereich rumläuft, der nicht Geld will. Also, die werden auch anständig bezahlt und ich erwarte von ihnen auch, und wir alle, glaube ich, eine anständige Arbeit. Sag ich schon mal nicht alles. Vielen Dank. So, jetzt wäre die Gelegenheit, wir sind schon tatsächlich relativ spät dran, 20 nach 10, für eine Fragerunde. Deswegen dürft ihr, wenn euch Fragen beschäftigen, gerne stellen. Wo ist die erste Frage? Der Herr Mitte? Ja, ich habe eine Frage zur diesjährigen Saison. Was ist denn im Oktober passiert, als nach dem guten Start Illertissen und Bayreuth kamen und die Mannschaft danach in ein großes Loch? Und die Zusatzfrage... An wen geht die Frage? Ja, an die Experten, an die Expertenrunde.
Und das Zweite ist, was hat sich der Sportvorstand eingebildet, als er 4 Wochen lang das Training und die Spielleitung gemacht hat und den Trainer und nicht zusammengebracht? Das ist etwas, was wir uns wahrscheinlich alle gefragt haben. Möchtest du was dazu sagen, Saki? Also ich teile Ihre Enttäuschung. Wir haben für diese Saison eines der höchsten Budgets zur Verfügung gestellt. Und da möchte ich auch nochmal allen Fans bei 60 Danke sagen. Ich möchte aber, und das gehört sich so, auch allen unseren Sponsoren Danke sagen und jeden Gönner und auch Hassan Ismail. Und ich war genauso enttäuscht wie Sie. Normalerweise muss man diese Frage dem Geschäftsführer Sport stellen, aber vor allem muss man auch diese Frage, und seid's mal nicht, ich habe das auch klar und deutlich intern kommuniziert, auch den Spielern. Ich habe diese Saison das Gefühl gehabt, dass mancher, der auf der Tribüne mit mir zusammensaß, mehr geschwitzt hat als mancher Fußballspieler auf dem Fußballplatz. Und ich weiß, das hört man nicht gerne, weil Fußballer sind Stars. Aber bei dem einen oder anderen Spiel hätten sie sich mehr zusammenreißen können. Wir haben alles Mögliche zur Verfügung gestellt. Alles Mögliche. Ja, schaut euch das, wo wir uns in der Türkei waren, das Hotel habe ich jetzt nicht, ist ja wurscht, ich mache keine Werbung fürs Hotel hier. So, wir haben alles Mögliche gemacht. Und es hat einfach nicht geklappt, es hat einfach nicht gestimmt und ich bin auch enttäuscht dort, weil die Frage gestellt worden ist. Ich habe auch selber auch gesagt, weil ich gefragt worden bin von irgendeinem Journalisten, was geben es denn 60 für eine Note? Da habe ich gesagt 6. Es gibt 2 Gründe. Das eine ist, wir haben alles getan und am Ende landen wir auf Platz 8. Und man kann ja auch Platz 8 landen. Man kann auch verlieren, aber kämpf. Und wenn du dann verlierst, dann klatschen wir. Aber nicht kämpfen und verlieren, das ist das, was mir nicht geht. Und das ist leider so und das ist der Grund. Ansonsten, was der Geschäftsführer gemacht hat oder nicht, da muss er gerade stehen. Wir zahlen anständig viel Geld, glauben Sie mir das. Für das Geld müssen Sie und ich, oder Sie haben mal früher, ich noch, viel arbeiten. Und da erwarten wir schon eine Leistung. Es ist überall gegen die Hände. Der Herr, glaube ich, war am schnellsten. So, hallo, guten Tag. Mein Name ist Dieter Remlinger. Ich bin 300 Kilometer hergefahren, um meine Legenden zu sehen. Mir geht es jetzt noch, ich habe jetzt noch Gänsehaut. Ich hätte 2 Fragen, eine kurze, ob das stimmt. Aussage vom Herrn Reisinger über The Wörl. Wo außer bei 60 kann der einen Stammplatz kriegen? Wenn das ein 18-Jähriger, 17-18-Jähriger hört, wenn ich das hören würde, würde ich sagen, danke, das war's. So, und das Zweite, das ist, vielleicht bin ich da jetzt der Einzige, ich werde es gleich hören, die Mannschaft ist jetzt eigentlich gar nicht ins Gespräch gekommen richtig. Meine Meinung, und das mache ich nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern seit mindestens 4-5 Jahren, die wollen nicht aufsteigen. Die wollen nicht aufsteigen. Meine Begründung wäre die, ich spiele lieber in der dritten Liga, immer aus verkauftem Haus. München ist eine schöne Stadt, da habe ich normalerweise einen Stammplatz. Wenn wir vorne mitspielen, da kriege ich Prämie. Wenn wir aufsteigen in die zweite Liga zum Beispiel, dann bin ich vielleicht weg vom Fenster. Sollte ein Profi niemals haben, der Gedanke, aber ich habe zwar unterklassig gespielt, aber das ist meine Vermutung. Vielleicht kann ich kurz was dazu sagen. Also die Aussage von Robert Reisinger, die steht so zu Marius Wörl, das hat er in einem Interview gesagt, wo sonst in der dritten Liga soll er Stammspieler werden, außer bei 60 München? Ja, dann wird er halt Stammspieler in der zweiten Liga vielleicht. Vielleicht. Also, das hat der Präsident wohl so gesagt. Ich habe zumindest kein Dementi vernommen diesbezüglich. Wir reden ja jedes Wochenende in Radis Erben über die sportliche Situation. Was ist mit den Spielern los? Wir haben es vorhin schon gehört. Michi Hofmann hat ja auch was dazu gesagt. Ja, also die Zusammenstellung der Mannschaft, die war vielleicht in diesem Jahr so ein bisschen das Problem. Also,
Aber ich glaube nicht, dass ich die gesagt habe, na, aussteigen wollen wir nicht. Also das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, dann war es vorbei. Leider Gottes. Weitere Fragen? Ich weiß nicht, da ist eine weitere Frage. Alexander Schubert, ich komme aus der Pfalz heute hierher und zwei Fragen. Die eine Frage geht an den Herrn Stimoniaris und die zweite Frage geht an Sie alle. Die erste Frage ist, wenn letztes Jahr 2 Millionen mehr zur Verfügung standen als dieses Jahr, Etat, wer hat die letztes Jahr eingebracht oder wer gibt dieses Jahr weniger, dass nur 4,5 statt 6,5 Millionen zur Verfügung stehen? Und die zweite Frage ist, wie kann es sein, dass bei der Mitgliederversammlung insgesamt nur 300 Leute kommen und die größtenteils aus einer Richtung kommen, während ein Abend wie heute 350 Leute zusammenbringt, die größtenteils eine andere Meinung vertreten als die Leute, die bei der Mitgliederversammlung sind? Ja gut, die erste Frage war, wie kam das Geld letztes Jahr zusammen? Also es ist ganz einfach, wir haben die finanziellen Absicherungen von Herrn Ismaik und von der HAM International, die uns die Möglichkeit gibt, letztendlich laufende Rechnungen auch zu bezahlen. Und das Zweite ist eben die Einnahmen, die Sponsoren, DFB-Pokal und so weiter und alles, was da, und natürlich Dauerkarten und alles, was wir einnehmen. Das war Ihre erste Frage, das andere habe ich, das war nicht an mich. Ich möchte ganz kurz was sagen, weil Sie gesagt haben aus der Pfalz und Sie aus 300 Kilometer, ich finde das sehr, sehr toll, weil es ist ja für mich als Münchner ganz einfach, ja, aber dass man von so weit kommt, gibt mir persönlich Hoffnung und man sieht ja auch heute, was hier im Saal ist, oder im Kino, aber auch draußen, egal ob es verschiedene Meinungen gibt, das zeigt mir, dass 60 lebt. Wenn Sie so viel Kilometer fahren, Sie müssen bestimmt morgen arbeiten. Ja? Ich glaube nicht, dass Ihr Arbeitgeber freigegeben hat, nur weil Sie jetzt hier. Ja, und das zeigt mir, dass wir nach vorne schauen können. Das zeigt mir, dass 60 lebt. Und ich habe es auch vorhin, ich glaube, dem Bayerischen Fernsehen gesagt, da hat mich ein Journalist gefragt, wenn du das heute hier alles siehst, dritte Liga, egal was, der Mythos lebt. Und der Mythos in München heißt 60. Und ich werbe noch einmal, dann gebe ich da sofort das Mikrofon, also ich möchte nicht hier, um Gottes Willen. Ich werbe für Gemeinsamkeit. Wir müssen unseren Weg gemeinsam gehen. Weil ich glaube, außerhalb von 60 gibt es viele, die uns nicht mögen. Und wenn wir uns schon untereinander, und ich glaube, die Vernünftigen werden auch die anderen, die vielleicht andere Meinung sind, überzeugen, dass wir gemeinsam den Weg gehen können. Ansonsten wird es schwierig. Guten Abend, mein Name ist Karl-Heinz Beck, ich komme aus Göppingen, 200 Kilometer von hier, Region Stuttgart. Ich bin seit Kindesbeinen Löwen-Fan. Und das hängt ursächlich mit Spielern zusammen, die hier vorne sitzen. Petar Radenkovic, Freddy Heiß oder auch Bubi Bründel. Ich war in den 90er Jahren gerne im Stadion bei Werner Lorand. Also ich bin ein 60er durch und durch. Von Tradition wie dem Stadion an der Grünwalder Straße und von Meisterschaften und Europapokal-Endspielen zum Beispiel. Das ist die DNA der Löwen. Aber wir müssen aus meiner Sicht Tradition und Moderne zusammenbringen. Und das bedeutet für mich, wenn man erfolgreich sein will, und ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, ich glaube auch ihr wollt die Löwen in der zweiten, vielleicht sogar in der ersten Liga sehen. Also ich wünsche mir das zumindest. Und wenn es dann eine Veranstaltung gibt, wie heute Abend, hervorragend organisiert, und es gibt Fragen, und da oben sitzt der arme Aufsichtsratsvorsitzende, der zu den sportlichen Dingen gar nichts sagen kann,
Warum verscherbelt man einen Wörl? Und. Da oben sind freie Stühle. Da oben gehört Herr Reisinger hin, da oben gehört ein Herr Gorenzel hin und da gehören noch ein paar andere hin. So sieht's doch aus, oder? Es sei bei der Gelegenheit, völlig richtig, sei bei der Gelegenheit nochmal erwähnt, die haben uns leider abgesagt. Ja, Herr Pfeiffer weiß. Und Herr Reisinger soll sich das nicht durchgesprochen haben. Wir haben angefragt, sie wollten nicht kommen. Sehr schade, wie wir finden. Ja, ich weiß das, aber ich stelle es fest. Und wenn man Fragen stellt nach sportlichen Aktivitäten oder Nichtaktivitäten, dann müssen das die Menschen beantworten, die dazu den Job haben und die fehlen. Und das ist sehr, sehr schade. Und jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Ich habe heute Abend mehrfach gehört, wir müssen einen gemeinsamen Weg finden. Wir müssen überhaupt einen Weg finden. Wir müssen an einen Tisch kommen. Das habe ich 3 von 4 Rednern gehört. Das scheint nicht zu gelingen. Und jetzt die Frage an Sie, weil Sie tun mir leid, weil Sie sind der Einzige, der da ist, den ich fragen kann. Jetzt die Frage an Sie. Wenn das offensichtlich so schwer ist, es aber dringend notwendig ist und aus meiner Sicht, aus wirtschaftlichen Gründen, einen richtig guten Etat zu haben, eine gute Mannschaft zu haben, ein neues Stadion zu bekommen, ist es möglich oder aus Ihrer Sicht anregenswert zu fragen, wenn wir das schon untereinander nicht schaffen, dann brauchen wir möglicherweise einen Mediator. Jemand, der echt anerkannt ist, dass die Menschen, die das zu entscheiden haben, an einen Tisch kommen. Und dann könnte es vielleicht ein Stück weitergehen. Und das wäre mein Wunsch, und ich denke von allen hier, an einen Tisch, egal wie und egal mit wem, und vielleicht mit Hilfe Dritter, professioneller Hilfe anzunehmen, damit diese Geschichte endlich weitergeht. Ich möchte meine Löwen so hoch wie möglich spielen sehen. Das ist im Moment die 3. Liga, da ist der 60er noch okay, aber ich hätte sie gern weiter oben und da braucht es mehr. Dankeschön. Saki, ich will Sie lächerlich machen, braucht 60 eine Paarberatung? Eine was brauchen wir? Also es wird ein Termin geplant. Hassan Ismail hat ja auch in seiner Absage sich auf der einen Seite, und das wollte ich auch heute nochmal hier sagen, er wäre so gerne da, er entschuldigt sich und ich soll das auch nochmal klar und deutlich sagen, Entschuldigung, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und das ist, hat nichts mit Wertschätzung oder Respekt zu tun, sondern wenn man seinen Post liest oder letztendlich seine Verkündung, er möchte auch die Möglichkeit geben, dass man sich jetzt vorbereitet. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass 6 Jahre kein Termin stattgefunden hat. Ja, und ich suche auch, der ist schuld oder der ist schuld. Ich freue mich, dass Hassan Ismail sich zur Verfügung stellt. Ich freue mich auch, wenn dieser Termin stattfindet, auch mit den Kollegen des EVs. Ihr merkt, ich versuche einen Weg der Gemeinsamkeit, weil ich glaube tatsächlich, ohne Hassan Ismail wird es nicht gehen. Nicht aktuell und nicht in den nächsten Jahren, solange wir das Thema Wirtschaftlichkeit nicht gelöst haben. 60 wird immer auf Geldgeber angewiesen sein, leider, weil anscheinend, ja, es ist so, dass die Stadt München teuer ist, ja, oder weil die Gegebenheiten so sind. Ja. Also werden wir angewiesen sein und ich glaube, wir brauchen einen gemeinsamen Weg. Und weil das vorhin gesagt worden ist, ich sage das noch einmal, und das ist wichtig, und da hat 60 keine 5 Meinungen, sondern wir haben eine klare Meinung. Und bitte einfach nur das mitnehmen, was ich sage, und jeder darf seine Meinung haben. Wir haben uns geschlossen und ich sage das auch aus persönlicher Überzeugung. Wenn es der Sache dient, dann gehen wir jeden Weg, um das Grünwalder Stadion so tauglich zu machen, aber es müssen gewisse Voraussetzungen gegeben sein. 60 muss dort auch Geld verdienen. Es bringt ja nichts zu sagen, in der Allianz Arena haben wir kein Geld verdient, jetzt haben wir alle ins Grünwalder Stadion gekommen, mittlerweile zahlen wir noch mehr und am Ende des Tages verdienen wir kein Geld. Wenn wir kein Geld verdienen, kein normales Unternehmen in dieser Welt, das kein Geld verdient, ja, geht unter irgendwann einmal. Das ist nun mal so. Und entweder hast du einen Hassan Ismail, und ich sage es noch einmal, auch wenn ich es jetzt zu oft gesagt habe, ohne ihn gehen auch die 4,5 nicht. So, und jeder hat jetzt gehört, was ich gesagt habe. Und bitte habt Verständnis, dass ich da jetzt nicht tiefer einsteige. Wir müssen das Thema Stadion lösen. Entweder im Grünwalder, aber dann muss auch, und das schaue ich jetzt auch mal zur Politik
ohne die Politik zu erwähnen. Also wenn man mir, und jetzt rede ich nur als Fan, 2 Minuten, ich glaube, ich sage jetzt große Wahrheiten. Wenn man mir sagt, marktgerechter Preis, dann sage ich ja, aber da muss gegenüber auch ein einigermaßen zeitgemäßes Objekt stehen. Und ich wiederhole das, ich sage das nur als Fan, keine Funktion. Darf ich das? Oder? Ja, selbstverständlich. Ja? Wenn man mir sagt, wir machen das Stadion funktionsfähig, ja, wenn wir jetzt schon die Miete nicht zahlen können, ja, wie soll es danach ausschauen? Und jetzt sage ich auch noch ein paar Sachen. Wir standen wie eine Einheit beim Herrn Oberbürgermeister. Ja, jetzt hasst mich Greiz, jetzt sage ich es auch. Und ich sage es auch als Fan jetzt und nicht als Aufsichtsratsvorsitzender oder Beirat oder Vertreter von Hassan Ismail. Also ich habe manchmal das Gefühl, als Fan, nach dem, was ich alles erlebt habe, ich bin als 60er unerwünscht in dieser Stadt. Und das ist eine Botschaft an die Politik. Der Landeshauptstadt und woanders auch. Bei allen anderen geht es, bei uns geht gar nichts. Bei uns geht überhaupt nichts. Und wenn wir das lösen, kommt das Nächste und dann das Andere. Und dann die nächste Bauvorschrift und die nächste. Ja, da haben sie doch früher. Wie viel war es ja damals? 44.000, wo ihr die Meisterschaft gefeiert habt. Ja, verstehe ich. Andere Zeiten, neue Vorschriften, alles okay. Verstehe sogar ich. Ja, dann 30. Geht auch nicht, weil irgendwie der Himmel und weiß ich nicht. 25. Ja, nicht einmal 20 gehen. Wir haben eine Genehmigung von 15. Mehr gibt es nicht. Und das ist die Wahrheit. Das ist nun mal die Wahrheit. Ich darf sie auch mal sagen als 60er-Fan. Wir müssen jetzt tatsächlich mal schauen. Olli, sag's mir gerne, wie lange wir die Fragerunde noch machen wollen. 1, 2 Fragen gehen noch. Vielleicht von mir zwischendrin mal ganz kurz. Also, wir haben zum einen, das ist schon mal sehr positiv, haben wir gehört von Saki Stimoniaris, dass es ein Gespräch geben wird. Dass sie sich an einen Tisch setzen. Das haben wir jetzt gehört, das ist, glaube ich, schon mal ein Applaus wert. Dann haben wir immer wieder gehört, ja, Moment, jetzt haben wir hier 350 Leute in dem Kino und dann muss, wer meinen Vorschlag, dann muss halt der ein oder andere vielleicht auch mal den inneren Schweinehund überwinden und Sonntagnachmittag, auch wenn das Wetter schön ist, opfern und sich einfach in die Halle reinsetzen und dann da mitmachen bei der Mitgliederversammlung. Das wär mein Vorschlag. Und jetzt gibt es da hinten eine Frage. Ja, nochmal kurz ein bisschen zum Innenleben vom Hassan Ismail, weil ich finde, es waren viele allgemeine Phrasen, aber ich habe gemerkt, uns interessiert alle ein bisschen, wer ist dieser Mensch eigentlich? Und ich meine, beschäftigt ihn das, dass er jedes Mal im Stadion ein Plakat gegen sich hat? Und ist das was ihn sehr mitnimmt? Spricht man darüber und sagt, da war schon wieder dieses dämliche Plakat, ich fühle mich beleidigt. Also wie nimmt er das als Mensch wahr? Weil er hat ja gesagt, dass er 1860 nicht nur als Investment sieht, sondern auch Fußballfan ist. Ich habe ja gehört, Leute haben ihn kennengelernt und als Fußballfan ihn wahrgenommen. Also schmerzt ihn das, dass er 5, 6 Jahre, ich weiß nicht, wann das letzte Mal im Stadion war, nicht ins Stadion gehen kann und eigentlich sein eigentliches Investment, was für ihn ja nicht nur ein reines finanzielles Investment ist, wahrnehmen kann? Und die zweite Frage war ja auch sehr allgemein gehalten, hier die Antworten, aber ist er bereit, unter gegebenen Umständen zu sagen, okay, ich finanziere einen Stadionbau mit einer eigenen Firma, mit einer anderen Firma, oder ist er bereit, auch nochmal Millionen zu geben? Weil wir haben jetzt ja den Budget-Cut, ich lese aber nirgends darüber, warum eigentlich, warum ist Hassan Ismail momentan nicht gewillt, nochmal zu sagen, 1, 2 Millionen extra? Ist es, weil er gekränkt ist? Ist er, weil er nicht den Respekt bekommt oder weil er momentan nicht kann oder vielleicht nicht mehr an 1860 glaubt? Also, ich sei es mir erlaubt, Ihnen nicht die genaue Zahl, die Hassan Ismail schon, oder die haben, wenn Sie wollen, international oder die Familie in 60 investiert hat, vom Kauf, Insolvenz und jedes Jahr, also aber sind etliche Millionen. Also wenn Sie, ich sage es mal so, um Ihnen auch die Antwort zu geben, wenn wir noch 9 weitere hätten, dann hätten wir 800 Millionen, dann waren wir woanders. Jetzt wissen Sie die Zahl. Es ist tatsächlich so, dass wir auch jetzt mit ihm sprechen und ja, und das Budget kennen Sie ja und wir werden jetzt die nächsten Tage sehen, wie es dann weitergeht.
Nur wenn er nicht finanziert, dann ist es so, wie es ist. Und dann ist das das Budget, was wir kennen. Das war Ihre Frage. Was hat, aber ja, er ist Mensch. Ja, Entschuldigung, ich habe jetzt, er ist Mensch. Er ist genauso Mensch wie Sie und ich. Allerdings einmal, Sie geben ja 50, 100.000, lassen wir mal die Millionen weg vom Hassan. Oder Sie geben mir 10.000 Euro. Und ich bin nicht dankbar. Ich beschimpfe Sie noch. Ich beleidige Sie noch. Er ist Mensch, genauso wie Sie und ich. Und ich rede jetzt aus persönlicher Erfahrung. Ich habe es ja vorhin kurz gesagt, ich bin nicht Angestellter beim Hassan Ismail, ich bin einfach 60er. Hätte Ihnen auch passieren können, dass Sie heute hier umsitzen, wenn Sie ihn gekannt hätten oder wenn Sie vielleicht da oder dort im Aufsichtsrat waren. Er ist einfach im Herzen getroffen. Und ich bin ganz einfach das Beispiel, geben Sie mal 10.000 Euro und ich beschimpfe Sie den ganzen Tag. Und wenn es nicht reicht, dann geben Sie mal noch einmal 2.000 Euro, dann beschimpfe ich Sie weiter. Und wenn es nicht reicht, dann sage ich Ihnen, nächstes Jahr geben Sie mir nochmal 2.000 Euro, weil das reicht ja nicht. Wie würden Sie sich fühlen? Genauso wie ich, glaube ich. Ich glaube, das passt in der Kultur da unten nicht, das passt auch in unserer Kultur nicht. Die Hand, die dich füttert. Die Hand, die dich füttert. Und jetzt lass mal den Spruch weg, weißt du, wir hier in Bayern, wer zahlt, schafft dann, das lassen wir mal weg. Aber ja, wenn dich einer unterstützt, dann tust du eins nicht, dann beschimpfst du ihn nicht. Ganz einfach. Ja. Du musst nicht Danke sagen, aber beschimpf ihn nicht. Hallo, ich bin. So, das ist jetzt, ich weiß, liebe Löwen, das ist maximal ungerecht. Wir machen jetzt noch nochmal, eine Frage. Ich wollte was sagen. Also, ich bin, zwei Fragen noch. Sekunde. Ich bin Eddie aus Neuburg, Ausländer aus Polen. 30, 40 Jahre bei 60. Piotrek Nowak, Szukala, meine Freunde. Aber ist nicht wichtig. Wichtig ist, das gibt's. Wir müssen zum Wellen gehen. Wir müssen keine Angst haben. Wir müssen einfach wellen. Wir müssen 1.000 oder 1.500 Leute kommen, die anderen vielleicht 1.000, und wir gewinnen das. Und wir werden unsere Bedingungen haben. Wir reden, reden, reden. Keine Scheiße, keine Angst. Geht ich gehe, habe ich auch Angst, aber ich gehe dahin und wellen. Das ist das Wichtigste. Da braucht man nicht die Fragen. Reden, Scheiße reden. So schaut's aus, nicht anders, meine Damen und meine Herren. Und ich bedanke mich für meinen Freund Olli, für das ganze Team, für die Einladung, für die tolle Gäste. War ein super Abend. Da trinke ich mich jetzt eine Flasche Wein. So schaut's aus. Nicht anders, meine Damen und meine Herren. Cheers. Und jetzt noch eine Frage hier vorne, dann ja, muss er es leider abschließen. Ich bin der Gerhard Dinger, habe auch 400 Kilometer Anreise. Und ich wollte mal fragen, wie es da mit Online-Wahl in Zukunft steht und Briefwahl. Weil dann kann man alle bei Ihnen, die Mitglieder sind, und nicht gerade 300. Und dass man dich durchsetzt. Und zum Thema Stadion, ich habe da einen Satz und da weiß ich, dass ich recht habe. Es gibt nur eine Zukunft für 60 in der neuen Stadion, sonst bei 60 keine große Rolle mehr in deutschem Fußball. Du tickerst umeinander zwischen Regionalliga und Ding. Und du brauchst ein Fußballstadion. Wir brauchen nicht 75.000, aber 40.000, wo wir selber drinnen vermarkten können. Ich meine, wenn sie nicht wissen, dann sollen sie halt auf Augsburg gehen oder auf Freiburg oder irgendwo hier auf Rengsburg oder irgendwo. Die haben alle ein neues Stadion gekriegt. Nicht immer ausreden. Also zum Thema Online-Wahlen oder nicht, kann ich nichts sagen, weil, wie gesagt, das ist ein Thema des EVs, da bin ich ja auch Mitglied. Da muss man eben zur Mitgliederversammlung gehen, einen Antrag stellen oder wie auch immer und das wird dann dort entschieden. Zum Thema Stadion habe ich einiges gesagt und ich habe auch mir erlaubt, eben dafür unseren Politiker herzunehmen und habe da ein paar Wahrheiten gesagt. Ja, wir müssen Geld verdienen, egal in welches Stadion wir gehen, ob Grünwald oder wie auch immer, du musst Geld verdienen. Und ein Neubau, ja, ich gebe Ihnen recht, ein Neubau wäre das Tollste für 60. Nur dann müssen wir alle 60er aufstehen und das auch dann so wollen und machen. Weil die eine nach links, die andere nach rechts, stellen wir mal vor, wir zwei wollen nach Rom und sie sagen, wir fahren über Paris und ich sage Ihnen, wir fahren über London. Ich sage Ihnen eins, Sie werden nie ankommen, ich auch nicht. Und das ist das Problem aktuell bei uns. Dass wir wirklich, und das meine ich jetzt nur wirklich, wir müssen aufstehen und wir müssen entweder auch der Politik und der Stadt klar und deutlich sagen, was wir von der Stadt erwarten. Dann glaube ich, dass wir Gehör bekommen. Weil es ist tatsächlich so, wer lauter ist, der bekommt auch Gehör. Und 60 ist
stark, 60 ist laut und 60 soll endlich einmal einen Weg gemeinsam gehen. Und darum hoffe ich, dass wir uns unterhalten werden, dass wir uns hinter den Kulissen unterhalten werden, dass wir dort auch 500 Meinungen haben dürfen. Aber wir müssen nur uns bei 5 Sachen einigen. Und ich würde mich freuen, wenn das die Stadionfrage ist, die elementar wichtig ist für 60. Elementar, alles andere ist. So, wenn wir uns einigen, was passiert mit unserer Heimat? Wo ist die Heimat? Nicht nur der KGA, auch des EVs, wenn ihr wollt. Ja? Weil das sind doch die Wurzeln von 60. Da sind wir doch alle groß geworden. Ja, und jetzt haben wir unsere wunderbare KGA, unseren Profibereich, auf den wir stolz sind, weil das ist auch das Aushängeschild von 60. Das hat vorhin der Freddy gesagt, ja, dass er gesagt hat, 220.000 sind ja bei 60, weil es, ja, ich bin auch 60er geworden wegen dem Fußball. Ist so. Und der andere ist 60er, weil, ja, ist so. Und da muss man eben einen Weg finden, einen gemeinsamen Weg. Und bitte habt Verständnis, dass ich für diesen gemeinsamen Weg werbe. Und habt Verständnis, dass ein Mensch, der jetzt 6 Jahre mittendrin steht, sich heute hier hinstellt und versucht, für diesen Weg zu werben. Ich hoffe es nicht, der Hassan Ismaik, der bleibt, der hat das schon alles abgeschrieben. Ist erledigt. Und jeder, der ein bisschen im Unternehmen unterwegs ist, weiß, wenn jemand was abschreibt, dann ist es so. Und damit hat sich das Thema. Aber ich hoffe, dass wir noch mehr Hassan Ismaiks finden. Das ist das Thema Kapitalerhöhung. Und wir stehen da offen. Wir brauchen Geld. Wir brauchen mehrere Leute, die neben unseren Fans, unseren Sponsoren, ja, bereit sind, mit 60 diesen Weg zu gehen. Weil man redet über Neubau oder dies oder jenes. Aber wenn du nicht Leute hast, die bereit sind, dann auch richtig das Portemonnaie aufzumachen für unseren Verein, dann wird es eben schwierig. Und darum offen zu einer Kapitalerhöhung, ja, jederzeit. Und ich hoffe, dass irgendwann einmal wir in den Gesprächen auch hören, dass es auch für uns eine Möglichkeit gibt in dieser wunderschönen Stadt. Weil wir sind ja der TSV 1860 München und nicht irgendwer. Und vielleicht hört ja das, was ich heute sage, auch die Stadt und die Politik. Und vielleicht laufen die Gespräche dann viel, viel besser. So, jetzt habe ich das Mikrofon doch noch mal geschafft. Ich habe mich die ganze Zeit von Anfang an gemeldet. Also ich bin der Werner aus München, nicht von weit her. Ich respektiere natürlich, wir kennen ja viele Fans und Fanclubs von auswärts. Zum Ersten möchte ich mal eins sagen zum Vorredner mit der Mannschaft. Nicht aufstiegswillig. Den Eindruck habe ich auch öfters mal gehabt und auch leider geäußert. Die Frage ist natürlich in erster Linie, wenn wir unseren Kaderschwund anschauen, wenn die mit 60 da unbedingt den Stammplatz haben hätten wollen, warum ging es dann weg, wenn sie nicht den Aufstieg verhindert haben mit Absicht? Also die stellen wir ganz stark in Frage. Ich denke schon, dass jeder Leistungssportler oder auch Amateursportler unbedingt gewinnen und aufsteigen will. Das noch am Rande. Zum Herrn Reisinger möchte ich auch noch sagen, ist das ohne Problem, klar, es ist vielfach gesagt worden, man muss sich an einen Tisch setzen. Beide müssten Konzepte erstellen, beide haben 2 verschiedene Vorstellungen und dann sollte man einen gemeinsamen Konsens finden, das ist auch ganz klar. Meine grundsätzliche Frage ist, was indirekt ja schon beantwortet war zwar, aber trotz alledem stelle ich das nochmal in den Raum, auch an die Politik leider. Die Stadt München ist meiner Meinung nach ganz klar Verhinderer. Wir sind ja auch Generierer von sehr großen Gewerbesteuerzahlern, nicht nur mit der Kneipenkultur. Ich gehe auch sehr, sehr gerne ins Greifswalder, bin auch nicht mehr gerade die Jüngling, also ich gehe auch so, seit ich kleiner Bub bin mit dem Papa ins Greifswalder und die Kneipenkultur, das ist nochmal schön, alles wunderbar. Ich bin auch der Meinung, dass man das Greifswalder erstligatauglich ausbauen will, ohne dass ich Architekt bin, ich bin auch noch Handwerker. Trotz alledem sehe ich den, grundsätzlich die Zukunft in einem Neubau und da möchte ich mal anregen, ich weiß nicht mehr genau die Summe, aber ich meine, dass irgendwo um die 60, 70 Millionen war, was Freiburg für das neue Stadion, kompletter Neubau, hingelegt hat. Und wir wollen für 3.500 80 Millionen ausgeben. Und das war mein Zwischenruf wegen dem Grundstück, dass es Grundstücke schon gibt und nicht nur in Trudering-Riem draußen. Ich denke, dass es auch noch andere im Umkreis zwar, aber noch Landeshauptstadt München Grundstücke gibt, wo man wunderbare Stadien hinbauen kann. Und das unter oder um die 80 Millionen, aber dann einen total modernen Neubau. Warum da? Und da sehe ich auch die Stadt München, nicht den Herrn Hagen, weil der ist nicht in der Regierung, soweit ich informiert bin, in der Stadt München. Okay, dann sind sie sowieso raus. Aber in München, nein, in der Münchner Regierungsbezirk. Aber in München sehe ich einen Herrn Reiter auch ganz klar als Kontrahent gegen 1860, muss man ganz klar sagen.
und warum da eben 1860 auch mit dem Herrn Reiter öffentlich über die Medien das nicht mehr publik machen kann, dass wir irgendwo für 80 bis 100 Millionen ein wirklich vernünftiges Stadion bauen können, eben wie der Kollege neben mir sagt, für 30.000, 35.000 Zuschauer, eben wie Freiburg oder wie Ringsburg und so weiter, diverse Stadien schon hinbaut, haben für ein kleines Geld und bei uns möchten es 80 Millionen für 3.500 Zuschauer ausgeben. Kann nicht sein. Also, jetzt habe ich vorhin als Fan was gesagt, vor 10 Minuten, jetzt sage ich mal wieder was als Aufsichtsratsvorsitzender. Das ist wichtig, weil ich glaube, also wir sind schon als 60 dankbar, dass die Stadt mit uns redet und dass die Stadt auch mit uns die Gespräche führt und dass wir auch weiterhin die konstruktiven Gespräche führen. Ich habe vorhin, es war vor einer Stunde, glaube ich, gesagt, wir müssen auch weiterdenken. Also wenn wir es nicht hinbekommen im Grünwalder Stadion, wenn wir es in der Stadt nicht hinbekommen, dann müssen wir auch woanders schauen. Und das ist genau das, was Sie sagen. Aber wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Nicht jetzt, heute oder morgen, sondern in diesem, ja, nicht die nächsten 10 Jahre, weil dann sitze ich hier auch irgendwann mal im Publikum mit weißen Haaren, habe natürlich Schnäuze kurz, dass man das nicht sieht, aber ja, und dann diskutieren wir noch immer das Thema Stadion. Ich glaube, 60 muss entscheiden. Einfach entscheiden. Und dann gehen wir unseren Weg. Und ob er richtig oder falsch ist, wir müssen aber einen Weg gehen, der uns ermöglicht, wirtschaftlich, sehr wichtig, was ich sage, wirtschaftlich unabhängig zu werden. Es muss möglich sein, mit so einer Fangemeinschaft, mit so einer loyalen Fangemeinschaft, dass 60 sich selbst trägt. Das muss möglich sein. Es kann ja nicht sein, dass andere das in der Republik hinbekommen und 60 kriegt das nicht hin. Wenn man heute mit Bundesligisten, Funktionäre redet, die Hälfte davon ist uns neidisch. Jetzt wird jeder sagen, naja, jetzt, was erwartest du vom Sacke, der lobt uns, der lobt sich selber, 60. Ja? Nein, es ist so. Schaut euch mal manche Stadien der zweiten Bundesliga. Die sind ja froh, wenn überhaupt einmal 5.000 drin sind. Und bei uns ist es so, egal gegen wen wir spielen, wir sind 15.000. Wir können noch 20 sein, wenn wir ein größeres Stadion haben. Darum, wir brauchen jetzt die Entscheidung. Und nicht in den 10 Jahren. Und wir dürfen nicht mehr weiter diskutieren. Entweder kriegen wir es hin mit der Stadt, dass wir da eine Lösung bekommen im Grünwalder Stadion, unter den fairen Bedingungen. Und fair bedeutet für mich, wir müssen auch das Catering, Namensrechte, Geld verdienen, genauso wie die anderen. Wir wollen ja nicht mehr. Wir 60er wollen ja nicht mehr, wir wollen nur gleich behandelt werden. So, und ja, richtig. Und wenn das alles nicht möglich ist, dann muss man eben eine andere Lösung finden, ja. Aber wir müssen die Entscheidung jetzt treffen, sonst werde ich es nicht mehr erleben. Dann diskutieren ich und andere wie ich die nächsten 20 Jahre. Also auf meinem Zettel steht circa 22.15 Uhr Vorhang zu. Das steht da drauf. Wir haben mittlerweile fast 11. Es gäbe noch viele, viele Fragen. Aber ich glaube, wir haben heute eines gesehen. Es gibt viele Fans, die von weit her kommen, 300 Kilometer, 250 Kilometer, was auch immer, denen das Thema 60 München am Herzen liegt. Dann der klare Appell, ich glaube, da spreche ich auch für Sacke Stimonjaris, auf zur Mitgliederversammlung wählen. Wenn ihr online wählen wollt, dann muss das vorher auf den Weg gebracht werden, dann muss vorher eine Abstimmung erfolgen und dazu haben alle Mitglieder die Möglichkeit, wenn sie auf die Mitgliederversammlung dann auch hingehen. Vielleicht war der ein oder andere in den letzten Jahren da ein bisschen zu bequem. Das muss man so deutlich sagen. Das ist die Selbstkritik, die wir üben müssen. Das war's von uns, von unserer Veranstaltung an diesem Abend. Wir sind wahnsinnig stolz, wir sind wahnsinnig begeistert, dass so viele Leute gekommen sind, obwohl Hasan Ismail abgesagt hat. Das zeigt, wie sehr euch das Thema bewegt. Ich glaube, wir haben sehr viel Aufschlussreiches heute gehört, vor allem auch von Sacke Stimonjaris. Vielen Dank dafür. Und wir haben gehört, es geht nach vorne, es gibt ein Gespräch und das ist das, was uns, glaube ich, jetzt ganz positiv stimmen sollte. Es geht immer irgendwie weiter bei 60 München, das haben wir mitbekommen, leidgeprüft in den letzten Jahren.
Und vielleicht lässt sich das Ganze dann auch noch so gestalten, dass man dann nächstes Jahr wieder eine schlagkräftige Mannschaft formen kann. Wie das aussieht, werden wir sehen. Da werden wir euch natürlich, der Olli mit der Blaue 24, wir beide mit Radis Erben auf den Laufenden halten. Das war's von uns, von diesem Abend. Schön, dass ihr da wart. Es war uns eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Servus.